Das ist eine ganz geheime Schattenwelt, die aber das tatsächliche politische Geschehen in der Welt bestimmt. Kein Land kann ohne eine vernünftige Sicherheitsarchitektur überleben und da gehört zwingend ein Nachrichtendienst dazu. Der BND galt immer als Little Brother und wir waren der Big Brother. Er stand in der Schuld der NSA und Deutschland wurde zur Zielscheibe Nummer 1. Das Problem ist, wie finde ich die Nadeln im elektronischen Heuhaufen? Wenn man sie nicht finden kann, ist das gesamte System nutzlos. Hundertprozentige Sicherheit bekommen Sie in anderen Systemen, die weniger freiheitlich und weniger demokratisch sind. Am Ende ist die Frage, ob wir diesen Leuten, die da im Verborgenen arbeiten und die auch keiner wirklichen Regulierung unterlegen, wirklich alle Daten auf diesem Planeten in die Hand drücken wollen. Wenn man da den staatlichen Institutionen keine Grenzen setzt, dann werden wir unsere Freiheit verlieren. Seit 60 Jahren abgeschottet und verborgen. So hätte der BND ewig weiter funktionieren können, bis Edward Snowden alles veränderte. Seither hat der deutsche Auslandsgeheimdienst ein Glaubwürdigkeitsproblem. Um das zu ändern, lässt sich der BND unter seinem Präsidenten Gerhard Schindler erstmalig tiefer in die Karten schauen als je zuvor. Ich glaube schon, dass wir in einer Ecke gesehen werden, die man mit Schmuddelecke bezeichnen kann, zu Unrecht. Aber aus dieser Ecke müssen wir raus. Und dazu brauchen wir Transparenz, wir müssen uns öffnen. Und das ist ein Spagat, auf der einen Seite das geheim zu halten, was geheim zu halten ist, nämlich unsere Methoden, unsere Arbeitsweisen, unsere Quellen, unsere operativen Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite das darzulegen, worauf die Gesellschaft einen Anspruch hat, nämlich was tun wir eigentlich jeden Tag und wozu zahlt der Steuerzahler über eine halbe Milliarde Euro jedes Jahr für einen Auslandsnachrichtendienst? Transparenz gegen Geheimhaltung. Dieser Spagat wird Gerhard Schindler während seiner gesamten Dienstzeit und auch während unserer Filmaufnahmen begleiten. Und am Ende wird er ihn den Job kosten. Berufsrisiko. Der BND in Pullach. Das Gelände, gegründet als Nazi-Mustersiedlung, ausgebaut im Kalten Krieg. Hinter die Kulissen eines Geheimdienstes zu blicken, ist eine Reise in viele Grauzonen. Sie führt durch die Untiefen von Geschichte und Politik und durch aktuelle Skandale. Die Reise beginnt in der Tiefe eines alten Bunkers. Hier trainieren BND-Agenten mit der Waffe. Ausschließlich für ihren Eigenschutz, wie es heißt, wenn sie in eine Notsituation kommen sollten, zum Beispiel in Kriegsgebieten. Unterwegs mit einem BND-Residenten, einem Mitarbeiter des deutschen Auslandsnachrichtendienstes. Ein Konvoi auf dem Weg in Richtung Islamischer Staat. Da sehen Sie jetzt schon die Sandsäcke auf den Häusern zum Teil, Unterkünfte von Peschmerga. Arbeitsalltag, Frontbesuch. Wir fahren jetzt zum Frontabschnitt Machmur. Entlang der Machmur-Front gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße von Seiten IS, weil man damit natürlich die internationale Community in Erbil, die ausländischen Vertreter der Ölfirmen, verunsichert. Bewaffnet mit Maschinenpistolen und
unterwegs in gepanzerten Fahrzeugen. Deutsche Beamte in gefährlichem Einsatz. In dem Moment, wo man zu sehr Angst empfindet, kann man nicht mehr klar denken und das wäre ganz schlecht. Vorsicht, ja, und Respekt vor der Situation. Aber Angst, das muss man in den Griff kriegen. Der Nordirak, die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion Erbil. Nur 40 Kilometer entfernt verläuft die Front zum sogenannten Islamischen Staat. Knapp 1 Million Menschen leben in Erbil, Flüchtlinge aus dem Irak und dem nahen Syrien nicht eingerechnet. Seit dem Sturz von Saddam Hussein vor 13 Jahren leben die Kurden hier in Selbstverwaltung. Treffen mit einem höheren Peschmerga-Offizier, der regelmäßig von BND-Leuten kontaktiert wird. Eine sogenannte Quelle. Es geht um Informationen von der Front. Der Mann hat ein Propagandavideo des IS mitgebracht. Aufnahmen von einem sorgfältig geplanten Angriff auf Peschmerga-Stellungen im Dezember 2015. Die schweren Kämpfe an verschiedenen Orten dauern viele Stunden. Allein auf Peschmerga-Seite fordern sie über 50 Todesopfer. Sie nutzen immer wieder neue Techniken. Sehen Sie den schwarzen Rauch dort? Sie zünden Reifen an, damit Kampfflugzeuge nicht sehen können. Die Einheiten des IS seien gut organisiert, planten ihre Attacken fast wie reguläre Armeeeinheiten, so der BND. Eines der größten Probleme für die kurdischen Milizen seien Selbstmordattacken von IS-Kämpfern, die Stellungen der Peschmerga in die Luft sprengen wollten. Man hat immer eine klassische Vorgehensweise, dass IS bei diesen Angriffen gepanzerte Fahrzeuge einsetzt. Diese gepanzerten Fahrzeuge sind in der Regel selbst nachgepanzert worden, sodass es unglaublich schwierig ist, diese gepanzerten Fahrzeuge mit normalen Panzerabwehrwaffen zerstören zu können. Aus mehreren Kamerapositionen filmen IS-Leute, wie dieser mit Sprengstoff gefüllte Panzer von den Kurden nicht aufzuhalten ist. Ich möchte dir das hier zeigen. Sie haben ein ferngesteuertes Fahrzeug gebastelt. Es fährt automatisch, mit Fernbedienung. Wieder eine neue Technik. Schau mal, ohne Fahrer. Bei diesem Fahrzeug war neu und das war für uns hochinteressant. Ein ganz neuer Aspekt, ein wichtiger Aspekt auch in der Einschätzung. Die Mühe, die sie sich gemacht haben, um dieses Fahrzeug fernzusteuern, deutet darauf hin, dass es nicht mehr so wie vor einem halben Jahr so üppig Selbstmordattentäter gibt, die bereit sind, sich da in die Luft zu sprengen. Solche Informationen beschafft der BND vor allem für die Bundeswehr, die seit Herbst 2014 im Nordirak mit etwa 150 Mann kurdische Einheiten militärisch ausbildet. Wir haben den Auftrag, Force Protection zu betreiben. Das heißt, auch unsere Soldatinnen und Soldaten hier vor Ort mit sämtlichen Informationen zu versorgen, die für den Einsatz bedeutsam sein können. Chef, am Begleitfahrzeug. Wir fahren jetzt zum letzten Frontpunkt, also direkt an die Front. Bitte umsichtig vorgehen. Der BND ist im Nordirak regelmäßig an der Front zu Besuch. In dieser Stellung an vorderster Linie präsentieren die Peschmerga ihren ganzen Stolz. Eine deutsche Milan-Abschussvorrichtung. Von hier können gepanzerte Fahrzeuge der IS-Angreifer mit Lenkraketen gestoppt werden. Ja. Lights not enough for them. Okay. They need to tell a shade.
Okay. Der BND-Resident ist vor Ort nicht nur Beobachter, sondern fühlt sich auch berufen, die Verteidiger zu motivieren. You fight here. Ihr kämpft nicht nur für Kurdistan. Ihr kämpft für die gesamte freie Welt. Und dafür möchte ich euch danken. Thank you. An diesem Tag bleibt der Gegner unsichtbar. Zeit, um die sonstigen Waffen in dieser Stellung vorzuführen. Dieses alte, schwere Maschinengewehr könne ein gepanzertes Feindfahrzeug nicht aufhalten, sagen sie. Die deutsche Milan dagegen sei eine echte Hilfe. Das erfährt der BND-Mann auch beim Besuch im Hauptquartier dieses Frontabschnitts, kommandiert von einem General aus dem regierenden Barzani-Clan. Die Milan ist das Beste, was wir bekommen haben im Krieg gegen diese Terroristen, dank der deutschen Regierung. In meinem Sektor haben wir 15 Panzerfahrzeuge durch die Milan zerstören können. Trotzdem fürchten die Kurden hier auch andere Bedrohungen. Etwa Giftgas in den Händen des IS. Senfgas wurde erstmals im August 2015 eingesetzt in meinem Sektor. Und bis heute haben wir hier an der Frontlinie, die 120 Kilometer lang ist, nur 30 Gasmasken zur Verfügung. Keine Schutzanzüge, nur die Masken. Aber die Peschmerga sind tapfer, sie sind immer noch da und warten auf den Feind, trotz der Bedrohung durch dieses Gas. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Das ist ein Thema, zu dem ich jetzt nicht Stellung nehmen möchte. Doch die Gefahr durch Giftgas wird vom BND intensiv überwacht. Deutsches Sicherheitsinteresse. Pullach, südlich von München. Hinter Stahlzäunen und Stacheldraht laufen die verschiedensten Informationen aus dem Ausland im Lagezentrum ein. Der Bundesnachrichtendienst verfügt über Stützpunkte in vielen Ländern und unterhält Beziehungen zu über 450 ausländischen Nachrichtendiensten. Durch interne BND-Unterlagen gelingt es erstmals, Anzahl und Lage dieser sogenannten Residenturen des deutschen Auslandsnachrichtendienstes deutlich zu machen. Ein Netzwerk, das über Jahrzehnte weltweit aufgebaut wurde. Heute hat der Bundesnachrichtendienst über 80 Auslandsstützpunkte. Das heißt, in die jeweilige deutsche Botschaft ist ein hochrangiger BND-Beamter eingebunden, bei großen Residenturen wie in Washington, mit einem Stab von bis zu 60 Leuten. Vor allem in Krisenregionen, in denen die Bundeswehr zum Einsatz kommt, ist der BND mit Residenturen aktiv. Zum Beispiel in Afghanistan. Also er hatte zunächst mal eine einzige in Kabul, baute dann 2003 in Afghanistan in Herat und Mazar-i-Sharif zwei weitere Stützpunkte auf. Ein Jahr später folgten Kunduz und Faisalabad. Das heißt, da wo es brennt, entwickelt man sehr schnell neue Stützpunkte. Und diese Flexibilität ist neu für den Bundesnachrichtendienst. 60 Jahre lang wurde dieses weltweite Netzwerk von hier gelenkt, aus der Villa der BND-Präsidenten. Das sind die nachrichtendienstlichen Führungskräfte, aber angeleitet von Politikern, die die an der langen Leine führen. Also wir haben in den Nachrichtendiensten die letzten Zufluchtsorte nationalstaatlicher Interessen. Das ist eine ganz geheime Schattenwelt, die aber das tatsächliche politische Geschehen in der Welt bestimmt. Erich Schmidt-Ehnbohm beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Geheimdiensten und besonders mit dem Bundesnachrichtendienst. Anfang der 90er Jahre wurde er selber lange Zeit vom BND überwacht. Der unbequeme Publizist stand im Verdacht, Informationen von BND-Abtrünnigen zu erhalten. Die illegale BND-Aktion führte damals zu einem Untersuchungsausschuss und am Ende zu einer knappen Entschuldigung von BND-Seite. Berlin. Wie tickt der BND?
Was waren seine Erfolge und Skandale? Was ist sein Wert für die deutsche Politik? All das ist auch immer wieder Thema für Erik Guja. Der Journalist aus der Schweiz betrachtet die Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes aus einem distanzierten Blickwinkel, pragmatisch und nüchtern. Nachrichtendienste repräsentieren in einer ganz unmittelbaren Form staatliche Macht und staatliche Gewalt, weil man mit Nachrichtendiensten Dinge machen kann als Regierung, die der Öffentlichkeit politisch schwer zu erklären sind, die deswegen ganz gewollt sich in einer Grauzone abspielen. Und wenn die eben aufliegen, dann kann man immer noch sagen, wir haben nichts gewusst, wir missbilligen das. Das Bundeskanzleramt. Es ist die Aufsichtsbehörde des BND, gibt gleichzeitig aber auch das Auftragsprofil des Nachrichtendienstes vor. Hier werden die langfristigen Ziele der deutschen Aufklärung festgelegt und auch aktuelle Spähaufträge erteilt. Dann beginnt der Dienst zu agieren in seinen beiden Hauptbereichen, der menschlichen und der elektronischen Spionage. Der Bundesnachrichtendienst war immer sehr stark in der technischen Aufklärung, unter anderem deswegen, weil UMINT, also der Umgang mit menschlichen Quellen, fehleranfällig ist, skandalträchtig ist. Da kann man sich sehr seltsame Gestalten anlachen. The source was an eyewitness, an Iraqi chemical engineer who supervised one of these facilities. This defector is currently hiding in another country. Wir alle erinnern uns an die Quelle Curveball, die im Irakkrieg vom BND an die Amerikaner weitergereicht wurde. Curveball wird er genannt, denn er hat den Grund für den Irakkrieg geliefert. Eyes of one man lead the nation to war. He was a fabricator. Weil der BND dann über viele Jahre möglichst wenig Skandale produzieren sollte, hat man auch versucht, diesen Bereich nach Kräften zu reduzieren. Und gerade wenn es darum geht, Terrorismusabwehr zu machen, da brauchen Sie dann natürlich Leute vor Ort. Dann brauchen Sie in Ihrer Residentur in Pakistan jemanden, der auch mal hinausgehen kann. Erich Schmidt-Ehnbohm kennt einen Fall, der die Schwächen des BND im Bereich der menschlichen Spionage zeigt. Der frühere Offizier einer nahöstlichen Armee war lange als BND-Agent im arabischen Raum tätig, bevor er dem Bundesnachrichtendienst offenbar zu anstrengend wurde. An diese Geschichte bin ich gekommen, weil dieser Mann sich an mich gewandt hat, in der Phase, wo er abgeschaltet werden sollte, als seine Verbindungsführerin ihm über E-Mail heike-schachfreunde@gmx.de mitgeteilt hat, dass die Auswertung mit ihm nicht mehr zufrieden ist und er den Braten roch. Und er hat mir natürlich für die zunächst abenteuerlich klingenden Geschichten, die er mir erzählt hat, das filmische und fotografische Beweismaterial geliefert. Operative Aufnahmen des Agenten, der mit einem Informanten unterwegs ist. Okay, okay, okay. Okay, gut so. Los, fahr! Die Aufnahmen aus dem pakistanischen Lahore stammen aus dem Jahr 2008. Zur Vorbereitung seiner Operationen filmt der Agent wichtige Punkte in der Stadt, auch als späteren Beleg für seinen Verbindungsführer in Deutschland. Welche Straße ist das hier? Hier sind wir genau auf der Rückseite des Polizeihauptquartiers. Nicht anhalten. Fahr weiter. Halt nicht an. Der war so wagemutig, dass er in der zweitgrößten Stadt Pakistans in Lahore in das örtliche Polizeihauptquartier eingedrungen ist, unter anderem einen 65-seitigen Bericht über Schleuser in arabischen Ländern, aber auch in Griechenland erbeutet hat. Dazu operative Analysen. Also, der erbeutet diese Unterlagen und setzt sich ab. Er hat es auch fertiggebracht, im Iran russische Flugabwehrpanzer zu fotografieren,
die der Iran zum Schutz seiner Nuklearanlagen vor Luftangriffen und Luftlandungen aufgestellt hatte. Der war jahrelang unter seinem alten Verbindungsführer gut beurteilt und gut bezahlt und bekam dann eine neue Verbindungsführerin aus dieser Generation der besonders risikoscheuen Verbindungsführer, die nichts anderes im Kopf haben, als die ersten 2-3 Jahre im Dienst in dieser Verwendung unbeschadet zu überstehen, um dann in gefahrlose Bereiche der Auswertung der Verwaltung abzudriften. Und die hat dann dafür gesorgt, dass er abgeschaltet wurde. Heute sucht der Bundesnachrichtendienst natürlich händeringend nach so mutigen Agenten, die sich wie ein Fisch im Wasser im arabischen Raum bewegen können. Anschließend ist er abgetaucht. Er hat versucht, beim anderen europäischen Nachrichtendienst unterzukommen. Aber dort ist er abgelehnt worden mit dem Verweis darauf, dass man ihn als ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes für nicht hinreichend qualifiziert hält. 2012 wird Gerhard Schindler Präsident des BND. Bald darauf sorgt ein vermeintlich flapsiges Zitat von ihm für Aufsehen. No risk, no fun. Dabei ging es ihm um die Notwendigkeit, die menschliche Spionage des BND zu verbessern. Ich hatte damals geglaubt, dass ich Präsident werde einer Organisation von, ich übertreibe mal ein wenig, von vielen wild gewordenen Agenten, und meine Aufgabe ist es, diese Leute zu bremsen, und habe festgestellt, dass eigentlich das Gegenteil der Fall war. Das heißt, wir waren auf dem Weg zur Verwaltungsbehörde und nicht auf dem Weg zu einem effizienten Auslandsnachrichtendienst. Und es bleibt Ziel, dass wir weiterhin unsere operativen Fähigkeiten stärken. Und wer operativ arbeitet, geht auch immer Risiken ein. Wie ist es um diese Stärkung der operativen Fähigkeiten bestellt? Korrespondent Christoph Reuter ist beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel zuständig für den Nahen Osten. Er gilt als führender Beobachter dieser großen Krisenregion, war vielfach im syrischen Bürgerkrieg vor Ort. Doch vom BND keine Spur. Wenn wir mit zum Beispiel übergelaufenen Offizieren des Regimes reden, dann kennt man sich halbwegs und man fragt ja, okay, wir sind jetzt da, aber wer war denn vorher da? Naja, also die Amerikaner wollten mit mir reden und der saudische Geheimdienst wollte reden, die Jordanier wollten reden, die Türken manchmal. Nie viel, naja, also der deutsche Geheimdienst wollte mit mir reden. Es wirkte so, als ob es eine entweder bizarre oder verordnete Ignoranz des Geschehens gegeben hätte. Man will gar nicht so viel wissen über das, was da passiert. Nein, also vom Wirken des BND haben wir nichts erlebt. Ganz anders in Erbil. In der nach Unabhängigkeit strebenden Autonomieregion der irakischen Kurden präsentiert sich die deutsche Regierung als verlässlicher Partner in einer extrem schwierigen Gegend, in der sie langfristig aktiv sein will. Auch der Bundesnachrichtendienst hat hier einen starken Vorposten aufgebaut. BND-intern ist Erbil vor nicht langer Zeit in den Status einer Residentur erhoben worden. Bernhard O. leitet eine 5-Mann starke Abteilung vor Ort. Bei ihrer Aufklärungsarbeit profitieren die Agenten vor allem von der guten Zusammenarbeit mit dem staatlichen kurdischen Nachrichtendienst Parastin. Wir sind sehr dankbar und fühlen uns geehrt, so eng mit dem BND zusammenzuarbeiten. Er hat uns mit allen möglichen technischen Informationen versorgt und sich um die Fortbildung unserer Mitarbeiter gekümmert, um das Leistungsvermögen unseres Dienstes zu steigern. Auch haben wir eine Reihe gemeinsamer Operationen durchgeführt und stellen uns diesen Problemen auch weiterhin gemeinsam. Die Kurden brauchen den großen Bruder aus Deutschland, die Deutschen profitieren von ihrem guten Image. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Wir haben in der Vergangenheit viele Kurden aufgenommen in Deutschland, die vor Saddam flüchten mussten, vor diesem schrecklichen Regime. Und es sind Vertrauensverhältnisse entstanden. Wir als Deutsche gelten als ehrliche Mittler
Wir haben auch nicht die Landkarte hier in der Vergangenheit neu gezeichnet. Man schenkt uns großes Vertrauen. Bundesaußenminister Steinmeier hat den Präsidenten der kurdischen Autonomieregion im Irak, Barzani, getroffen. Die enge Partnerschaft Deutschlands mit dem mächtigen Familienclan der Barzanis in Erbil ist allerdings kein Ruhmesblatt. Politisch ist der Nordirak auch nicht demokratischer als andere Teile des Irak. Barzanis herrschen oder beherrschen zumindest den Westen Kurdistans wie ihr Familieneigentum. Dissidenten landen im Knast oder sterben. Aber zumindest gibt man sich westfreundlicher und ist insgesamt, wie soll man sagen, westlich vermittelbarer als, ja, als Assad, als syrische Rebellen oder die PKK. Für die deutsche Politik sind die unterschiedlichsten Informationen wichtig. Denn das kurdische Bollwerk im Nordirak gegen den IS ist nur vermeintlich stabil. Krieg und Ölpreisverfall haben den Wirtschaftsboom der vergangenen Jahre jäh gestoppt. Und ein weiteres Problem wird immer prekärer. If you just make a comparison. Zum Vergleich, Kurdistan beherbergt fast 2 Millionen Flüchtlinge, genauso viele wie die Türkei. The same number of refugees and refugees are also in Turkey. But look at how. Aber schauen Sie, wie die Türkei die Europäische Union um Unterstützung bittet. Ich denke, für die internationale Gemeinschaft wäre es besser, das Problem an den Wurzeln zu packen und die Flüchtlinge nicht in Europa und anderswo aufzunehmen. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie viel Geld ein Land wie Deutschland in die Flüchtlingskrise investiert. In Europa, in Deutschland. Wenn auch nur ein Teil des Geldes für die Situation der Flüchtlinge hier eingesetzt würde. Sollte sich das nicht ändern, werden sich auch von hier immer mehr Menschen auf den Weg nach Europa, nach Deutschland machen. Unter ihnen könnten sich auch getarnte Terroristen befinden. Ein konkretes Beispiel. Eine Person gelangt nach Deutschland, hat keinerlei Papiere dabei und sagt, er ist Ali aus Kamischli. Wir haben vor Ort in Deutschland nicht die Möglichkeit, um die wahre Identität letztendlich abklären zu können. Diese Möglichkeiten hat der Partner hier vor Ort und damit ist die Kooperation in diesem Bereich unglaublich wertvoll. Das sind gewachsene Kontakte, das sind Vertrauensverhältnisse, die wir nicht haben. Und diese Vertrauensverhältnisse können entsprechend auch für unsere Interessen positiv genutzt werden. Der Hauptbahnhof in München heute Abend. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt. Hier spricht Ihre Polizei. Das Fußballspiel am heutigen Abend wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. München und Hannover Ende 2015. Die Terrorgefahr für Deutschland steigt. Die Sicherheitsbehörden wollen das Ausmaß jedoch nicht öffentlich machen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ein Teil dieser Antworten würde unser Verhalten in Zukunft erschweren. Denn wir werden auch in Zukunft solche Entscheidungen zu treffen haben. Auch die Lagezentrale des Bundesnachrichtendienstes hier im Berliner Gardeschützenweg ist involviert. Bei beiden Terrorwarnungen kommen die wichtigsten Hinweise nicht aus der eigenen elektronischen Aufklärung, sondern aus dem Irak. Der BND überprüft die Informanten vor allem auch über seine Residentur in Erbil. Für den Residenten vor Ort geht es besonders um die Seriosität und Qualität der Tippgeber und ihrer Informationen. Vieles hängt davon ab, wie gut der Draht zu den Behörden im Einsatzland ist. Deren Wissen über IS-Kämpfer und geplante Operationen will man nutzen. In bestimmten Grenzen, so der Resident. Wir sprechen nicht mit Gefangenen. Das machen wir nicht.
Wir stützen uns da in erster Linie ab auf unseren Partner hier vor Ort. Selbstverständlich, wenn Personen uns kontaktieren, dann werden wir uns zunächst diese Personen ansehen und danach entscheiden, ob diese Personen über auftragsgerechtes Wissenspotenzial verfügen. Dieses Wissenspotenzial versuchen wir dann abzuschöpfen. Auch am Silvesterabend 2015 musste Bernhard O. helfen, die Glaubwürdigkeit der Terrorwarnung in München unter hohem Zeitdruck zu überprüfen. Das sind operative Vorgänge, zu denen ich mich aus verständlichen Gründen nicht äußern will und nicht äußern kann. Ich habe Silvester in Erbil gefeiert. Sowohl in Hannover wie in München haben sich die Terrorwarnungen zum Glück nicht bewahrheitet. Obwohl auch dem BND konkrete Informationen über Ort, Zeitpunkt und teilweise die Namen möglicher Täter vorlagen. Ein grundsätzliches Dilemma für die Sicherheitsbehörden auch in Zukunft. Wahrscheinlich vom Gegner, dem IS, genauso gewollt. Bei der anschließenden Spurensuche hat sich erwiesen, dass all diese Informationen nicht belastbar sind. Das weckt den Verdacht, dass der IS, unterstützt von einem sehr guten eigenen Nachrichtendienst, Desinformation betreibt. Und der IS tut das natürlich mit zahlreichen Stoßrichtungen. Zum einen geht es darum, die Gesamtheit der syrischen Flüchtlinge in Deutschland und Europa zu diskreditieren, zum anderen Schrecken und Unsicherheit zu verbreiten. Aber vor allem will man natürlich auch die Reaktion der deutschen Sicherheitskräfte studieren, um für zukünftige Anschlagsplanungen Schwachpunkte zu erkennen. Und dann gibt es noch das Phänomen der Abstumpfung. Wenn man 10-mal erfolgreich desinformiert hat, wird die 11. Warnung nicht mehr ernst genommen. Berlin. Hier soll der BND künftig residieren. Der teuerste Behördenneubau der bundesdeutschen Geschichte. Baustelle seit 2006 mit einigen Skandalen. Künftiger Sitz von über 4000 BND-Mitarbeitern. Größer kann der Kontrast zur bisherigen Zentrale in Pullach nicht sein. Man versteckt sich nicht mehr, wenn es um deutsche Außenpolitik geht. Man zeigt den eigenen Status. In Berlin sind in verschiedenen Außenstellen bereits 2000 BND-Leute aktiv. Nah an der Politik wollen sie sein, schneller und intensiver Berichte und Analysen liefern. Einer der offiziellen Hauptgründe für den teuren Umzug. Wir geben im Monat etwa 300 Standardberichte proaktiv heraus, die wir anbieten. Und wir beantworten pro Monat etwa 900 ganz konkrete Anfragen. Also in dem Verhältnis kann man ermessen, dass die Anforderungen an uns größer sind als unsere Standardberichte. Doch was bringen die BND-Informationen bei komplexen politischen Entscheidungen? Wie gut ist das Frühwarnsystem des Auslandsnachrichtendienstes? Und wird auf ihn gehört? Beispiel Flüchtlingskrise. Die Flüchtlingsbewegungen, die wir gerade sehen, sind ja das Resultat der verfehlten Außenpolitik der westlichen Staaten in diesen Ländern. Insofern ist der BND ganz unmittelbar da beteiligt, weil das ja nun ganz klar sein Aufklärungsziel ist. Und auch die Menge und die Ziele, also die Dimensionen der Bewegung und wohin die Menschen wollen, ist natürlich was, was ein Auslandsnachrichtendienst eigentlich wissen und kennen sollte. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sie es wussten. Wenn nicht, haben Sie Ihren Job so gar nicht gemacht. Wenn es keine zentrale Planung, keine zentrale Struktur gibt, ist die Frage, wie wollen Sie das aufklären? Welche Quelle will Ihnen erzählen, was sich hier tut? Bei Gruppenphänomenen, die nicht gesteuert sind und die in die Zukunft gerichtet sind, ist es schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Wenn der BND die Zukunft vorhersagen könnte, dann würde ich persönlich an der Börse investieren und würde viel Geld verdienen. Also von daher gesehen muss man sich auch selbst bescheiden, was ist mit dem nachrichtendienstlichen Instrumentarium zu leisten und was kann geleistet werden. Der Bundesnachrichtendienst hat wohl auch
beim Sturz Gaddafis davor gewarnt, dass das Land dermaßen instabil wird, dass dieser Riegel, den Libyen früher bedeutet hat für die Flüchtlingsströme aus Afrika, beseitigt wird, wenn das Land im Chaos versinkt. Syrien hat man in dieser Weise nicht vorhergesehen, vor allem nicht die Dauer des Bürgerkrieges, weil alle westlichen Nachrichtendienste sich der Illusion hingegeben haben, es würde mit Assad ebenso schnell zu Ende gehen wie mit Saddam Hussein oder Muammar al-Gaddafi. Und was ist mit der neuen Eiszeit zwischen West und Ost? Auf den ukrainischen Maidan 2014 antwortet Russland mit der Annexion der Krim. Soldaten ohne Abzeichen, sogenannte grüne Männchen, übernehmen de facto die Kontrolle vor Ort. Zur Überraschung der Öffentlichkeit und großer Teile der westlichen Politik. Das Auftauchen der grünen Männchen, der Zeitpunkt, der war für uns nicht auf den Tag vorherzusehen. Dass Russland mehr Mittel zur Verfügung hat, um seine Interessen durchzusetzen, als nur das Militär oder nur die Diplomatie, das hat uns nicht überrascht. Das berichten wir unseren Abnehmern seit vielen Jahren, dass es in Russland eine Symbiose, eine Zusammenschau gibt von der russischen Politik mit der Wirtschaft, Nachrichtendiensten, OK-Strukturen und dem Militär. Insofern war uns vollkommen klar, dass wenn Russland agiert, diese gesamte Klaviatur bedient werden wird, um russische Interessen durchzusetzen. Im Zentrum der deutschen Aufklärung steht Wladimir Putin. Schaut man sich die Studien zum Machtapparat Putins an, der BND verfasst hat, dann finden Sie da nicht nur extrem viele nie veröffentlichte Informationen über Putins Privatleben, über 5 vereitelte Anschläge auf den russischen Präsidenten, sondern Sie finden auch eine genaue Analyse seines inneren Herrschaftszirkels und die Aussage, dass über 50% der Machtelite in Moskau aus den Kreisen des früher sowjetischen, dann russischen Nachrichtendienstes kommen. Die Analysen sagen auch sehr deutlich, dass Herr Putin ein Autokrat ist und dass er als operatives außenpolitisches Ziel hat, den Einflussbereich der Sowjetunion mindestens teilweise zurückzugewinnen. In der deutschen Außenpolitik wird den Analysen und Einschätzungen des BND zum neuen Kremlkurs in den Jahren vor der Eskalation kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Außenminister Steinmeier, vorher im Kanzleramt für die Geheimdienste zuständig, war natürlich ein Eleve von Gerhard Schröder, russlandfreundlich, und das hat die gesamte Haltung des Auswärtigen Amtes geprägt, während der Bundesnachrichtendienst gegenüber den Entwicklungen sehr, sehr skeptisch war, aber im Bundeskanzleramt so lange keine Resonanz fand, wie Russland nicht aggressiv war. Als dann die Krim annektiert wurde, gab es den Schwenk, weil man da den Analysen des Bundesnachrichtendienstes auf einmal viel mehr Gewicht gegeben hat und sah, dass diese Prognosen aus Pullach, später Berlin, besser waren als die Annahme der Diplomaten aus dem Auswärtigen Amt. 70. Jahrestag des russischen Sieges im Zweiten Weltkrieg. An den Feierlichkeiten 2015 nimmt Angela Merkel wie viele andere westliche Spitzenpolitiker nicht teil. Erst einen Tag später legt sie im kleinen Rahmen einen Kranz zum Gedenken nieder. Ein bewusstes Zeichen. Offenbar hat sich die Position des BND bei Kanzlerin Merkel durchgesetzt. Fortan antwortet sie auf Putins Kurs mit Distanz und Sanktionen. Wir sehen schon, dass diese Einschätzung in der deutschen Politik angekommen ist, ankommt. Daher ist das, was Deutschland zurzeit tut in Bezug auf Russland, aus unserer Fachsicht gut und richtig. Die massive Datensammlung der US-Regierung hat ein früherer CIA-Mitarbeiter aufgedeckt. Edward Snowden gab sich in einem Interview als Informant zu erkennen. Den Kontrollapparat des Geheimdienstes NSA beschreibt er als nahezu allmächtig. Die NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them. Heute weiß man, es ist die größte Zäsur in der jüngsten Geschichte der Geheimdienste weltweit.
Der Whistleblower Snowden wird zu einer fast epochalen Figur. In erster Linie bewundere ich schon in gewisser Weise seinen Mut, weil er wusste, worauf er sich einlässt und mit wem er sich anlegt. Ein außerordentlich mutiger Mann. Er hat erkannt, wie sehr das Überwachungssystem, das Sicherheitssystem ausgewuchert ist. Also er ist mit Sicherheit einer der wichtigsten und hervorragendsten Aufklärer unserer Zeit. Edward Snowden ist ein Whistleblower, der durch all das, was er veröffentlicht hat, die Welt verändert hat. Ich glaube, das kann man so sagen, auch die Welt der Nachrichtendienste. Ich rede jetzt als Privatmann und nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes. Und vor diesem Hintergrund hat es mich gefreut, dass endlich jemand den Mut gehabt hat, gegen seinen eigenen Arbeitgeber auszupacken. Eine Konsequenz aus Snowdens Enthüllungen ist in Deutschland der NSA-Untersuchungsausschuss. Seit über 2 Jahren versucht er, Licht in die Schattenwelt des BND zu bringen. Dabei wollte die Bundesregierung anfangs alles so schnell wie möglich von der Tagesordnung bekommen. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Heute hat man ein besseres Bild. Die Abgründe der elektronischen Überwachung weltweit sind deutlich klarer geworden. Man weiß mehr über die Zusammenarbeit von NSA und Bundesnachrichtendienst und ahnt, dass die Möglichkeiten der Spionage durch den amerikanischen Abhörgiganten jeden jederzeit treffen können. Frank Rieger vom Chaos Computer Club wurde bereits 2014 als unabhängiger Experte von den Abgeordneten im NSA-Untersuchungsausschuss angehört. Derzeit ist die digitale Souveränität Deutschlands einfach eine Illusion. Wir müssen uns da nicht in die Tasche lügen. Wir können da eigentlich nur sagen, wir stehen da vor einem großen Scherbenhaufen. Wir haben es auf der anderen Seite zu tun mit Geheimdiensten, die sich eigentlich benehmen ähnlich wie eine Mafia mit einer Rechtsabteilung. Das heißt, wir haben da mit Organisationen zu tun, die, egal was die technischen oder rechtlichen Hürden sind, sie versuchen, Wege drumherum zu finden. Momentan ist das Hauptproblem, dass für die allermeisten Menschen hat es jetzt nicht viel mehr persönlichen Bezug als jetzt ein James-Bond-Film. Ja, also es ist halt irgendwie was da draußen passiert und was man in der Zeitung liest, über das man sich vielleicht abstrakt aufregen kann, aber es ist jetzt nicht, wo niemand das Gefühl hat oder nur sehr wenige Leute das Gefühl haben, dass sie persönlich betroffen sind. Washington im Morgengrauen. Auf dem Weg zu seinem heutigen Job ist ein Mann, der viele Jahre in den amerikanischen Sicherheitsbehörden arbeitete und der ab einem bestimmten Moment beschloss, die Seiten zu wechseln. Du hast es mit einer Regierung zu tun, die dich zum Staatsfeind erklärt hat, zum Verräter und Überläufer. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Du stehst vor der Aussicht, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Gefängnis zu verbringen. Thomas Drake, IT-Spezialist und ehemals Führungskraft bei der NSA. Nach dem 11. September hatte er Informationen über ein weltweites Überwachungsprogramm öffentlich gemacht. Er verlor seinen Job und musste fast 5 Jahre lang vor Gericht um seine Freiheit kämpfen. Heute gilt der Whistleblower als wichtige Stimme der Überwachungskritiker. An meinem ersten Arbeitstag sollte ich über den 11. September berichten. Die Welt teilt sich für mich wirklich in die Zeit vor und nach dem 11. September. Alles, was direkt danach passierte, setzte den Rahmen für das, was letztlich viel später für mich wichtig wurde. Nach dem 11. September ist die Welt der Nachrichtendienste eine andere. Auch die deutsche Regierung unter Gerhard Schröder unterstützt den Kampf der USA gegen den Terror bedingungslos.
Der 11. September war der große Auslöser, denn all die viel gepriesenen Technologien haben ihn nicht verhindert. Das System hatte versagt. Man fragte sich also, welche Machtbefugnisse man benötigte. Die Vereinigten Staaten wurden zum Vorreiter für ein Massenüberwachungssystem, das dann nach Übersee exportiert wurde. Dort hatte man freie Hand, alles zu tun, womit man durchkam. Und der BND? Das Jahrzehnt nach Mauerfall und Ende des Kalten Krieges hatte er mit Affären und der Suche nach neuen Aufgaben verbracht. Seine Bedeutung schien stark gesunken. Der 11. September 2001 gibt ihm eine neue Chance. Zwei Agenten, die damals mit Terrorbekämpfung ein neues Arbeitsfeld erhalten, erinnern sich. Das hat die Arbeit gravierend verändert, in dem Sinne, dass asymmetrische Bedrohungen plötzlich ganz an erster Stelle standen. Wir haben es jetzt mit einem Gegner zu tun, der in Netzwerken aufgebaut ist, der keine Adresse hat, an die man sich wenden kann. Wir haben den Dienst sehr stark umgestellt. Wir haben die Beschaffung und die Auswertung enger zusammengebracht. Es war eine epochale Herausforderung für uns. Vor allem bei der elektronischen Spionage wird die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Nachrichtendiensten noch einmal intensiviert. NSA und Co. wollen an die Hintermänner der Anschläge. Und sie brauchen schnelle Ergebnisse. Jedes Mittel scheint nun recht. Leiter der damals neu geschaffenen Abteilung Terrorismusbekämpfung beim BND wird Werner B. Der Druck war immens. Die Erwartungshaltung der Amerikaner, von nun an sie über jedes winzige Detail eins zu eins, auch zeitnah sofort zu unterrichten, war in jeder Verhandlung spürbar. Auf der anderen Seite hatte man immer das Gefühl, ein bisschen als Juniorpartner betrachtet zu werden. Also sie nahmen sich das Recht heraus, vorzuselektieren, was Deutschland wissen muss, und erwarteten aber von uns, dass die Informationen hundertprozentig und vollumfänglich ihnen zur Verfügung gestellt werden. Auch aus diesem Verständnis heraus, dass Deutschland ja Miturheber der Anschläge gewesen ist, weil wir es nicht geschafft haben, die Zelle rechtzeitig dingfest zu machen. Germany was also in part punished. Again, this is an uncomfortable truth because I was. Auch Deutschland wurde bestraft. Das ist eine weitere unbequeme Wahrheit. Als Mitarbeiter der NSA wusste ich, dass Deutschland bei der Überwachung zur Zielscheibe Nummer 1 wurde, weil eine der maßgeblichen Terrorzellen, die die Anschläge vom 11. September geplant hatten, in Hamburg saß. Und auch, weil ein so großer Teil des elektronischen Datenaustauschnetzwerks durch Deutschland verlief. Dabei war der BND schon immer ein begehrter Abhörpartner der NSA. Eine intensive Zusammenarbeit, die bis tief in die Zeit des Kalten Krieges reicht. Der BND galt immer als Little Brother und wir waren der Big Brother. Der BND galt nicht als gleichberechtigt. Er stand immer in der Schuld der NSA. Die USA hatten gewaltigen Einfluss. Und wer will schon die Amerikaner verärgern? Das Bemühen, mit der NSA zu kooperieren, ging immer vom Bundesnachrichtendienst aus. Und er hat sich natürlich davon versprochen, dass die Kooperation mit den Amerikanern ihm den Zugang zu dieser Technik liefert, war sich aber immer darüber im Klaren, dass die Cowboys bei der NSA dafür ausgesprochen viel Payback haben wollen. Die heutige Zusammenarbeit beruht auf einem Geheimabkommen zwischen NSA und BND aus dem Jahr 2002. Öffentlich gilt es als Reaktion auf die Anschläge des 11. September zur Bekämpfung des internationalen Terrors. Tatsächlich wurden die dort vereinbarten Überwachungspläne bereits früher ausgearbeitet. Die Grundsatzentscheidung, dass ein solches Memorandum of Agreement abgeschlossen werden soll, hat Herr Steinmeier bereits am 24. Juli 2001, also sogar noch vor den Anschlägen des 11. September, getroffen.
Das geht zweifelsfrei aus den Akten des Kanzleramtes und des BNDs hervor. Man hat nach Snowden nicht gesagt, ja stimmt, da ist einiges schiefgelaufen und wir sind übrigens ein Teil davon, sondern man hat in Richtung USA gezeigt und geschrien, haltet den Dieb. So nach dem Motto, nach dem 11. September sind die nicht mehr ganz zurechnungsfähig und wussten wir so alles nicht. Man wusste es ganz genau, man wusste um die Möglichkeiten und man wollte Teil dieser Maschinerie werden, man wollte die Erkenntnisse haben und man hat eben auf der rechtlichen Seite 5 Grade sein lassen und gedacht, bevor wir hier eine Rechtskonformität herstellen und uns damit öffentlichen Ärger einhandeln, machen wir es lieber im Verborgenen, heimlich und eben rechtswidrig. Heute gibt es längst auch öffentlich Widerstand gegen die weltweiten Abhörpraktiken. Denn Deutschland hat aufgrund seiner Vergangenheit einen besonders skeptischen Blick auf die Nachrichtendienste. Es ist das einzige Land, das die Auswüchse der elektronischen Spionage und die Verflechtungen des eigenen Geheimdienstes parlamentarisch untersuchen lässt. Ob sich der BND an Recht und Gesetz hält, interessiert nun auch die Öffentlichkeit immer stärker. Stella Schiffczyk arbeitet ehrenamtlich für die Plattform netzpolitik.org, die regelmäßig aus dem NSA-Ausschuss berichtet. Eigentlich ist es ein Thema, was jeden interessieren sollte, weil es geht uns alle an. Und ich finde es reizvoll, vor allen Dingen gerade die kleinen Rädchen in diesem riesengroßen BND-Skandal zu zeigen und denen ein Gesicht zu geben, weil die sonst komplett anonym durch die Welt gehen. Stella Schiffczyk zeichnet BND-Mitarbeiter, die vor dem Ausschuss auftreten müssen. So zeichnet die ausgebildete Grafikdesignerin auch am Gesamtbild mit, das der BND abgibt. Die Typen sind generell schlecht sitzende Anzüge, schüttere Haare. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz. Also je besser die Anzüge sitzen, desto höher. Also Herr Schindler hat die best sitzenden Anzüge, die ich je gesehen habe. Auch BND-Präsident Schindler muss sich vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verantworten. Video- und Tonaufnahmen sind dort verboten, Mitschreiben und Zeichnen jedoch nicht. Die Internetseite Netzpolitik macht so einen Großteil der Sitzungen mit einem Live-Blog öffentlich. Ein Novum, das gerade bei Jüngeren gut ankommt. Netzpolitik sieht sich als Anwalt und Verteidiger für digitale Freiheitsrechte. International hat natürlich dieses ganze Business der Geheimdienste gelitten. Die sind, denke ich mal, kurz, also auf der Skala von beliebt und unbeliebt, ganz kurz vor den organisierten Kriminellen. Ich glaube, das ist eine Zeitenwende in Bezug auf die massenhafte Überwachung. Viele technische Details, über die früher spekuliert wurde oder zumindest mal so Unkenrufe gab, liegen jetzt einfach in sehr hoher Detailtiefe auf dem Tisch. Und natürlich ist die politische Reaktion darauf teilweise ernüchternd. Denn letztlich in vielen Ländern, inklusive unserem eigenen Land, aber auch teilweise in den USA, ist es so, dass diese Techniken der massenhaften Überwachung nachträglich teilweise legitimiert werden sollen. Seit Edward Snowden kämpft der Bundesnachrichtendienst mit ungewohntem Interesse der Öffentlichkeit und jeder Menge Kritik. Dagegen hatte Präsident Schindler vor seiner Absetzung eine Transparenzoffensive gestartet. Wichtiger Punkt dabei, nach außen durchaus Verständnis für mehr Kontrolle zu äußern. Ich finde, die Diskussion über den Bundesnachrichtendienst, die zurzeit in breiter Masse stattfindet, über seine Befugnisse, aber auch über seine Grenzen, diese Diskussion ist längst überfällig. Ich hätte mir im Januar 2012 bei meinem Dienstantritt nicht vorstellen können, dass viele dieser Fragen 60 Jahre nach dem Bestehen des Bundesnachrichtendienstes immer noch nicht ausdiskutiert worden sind. Bad Aibling. Jahrelang haben hier BND und NSA gemeinsam die internationale Kommunikation durchsucht. Beim Einsatz von Selektoren wurde dabei gegen viele Regeln und auch deutsche Interessen verstoßen, wie der Untersuchungsausschuss herausgefunden hat. Obwohl dessen Arbeit längst nicht beendet ist, wird hier laut Medienberichten schon wieder wie vorher zusammengearbeitet. Nun angeblich besser kontrolliert. Genaueres bleibt wieder einmal geheim. Es geht um einen Bereich,
und das möchte ich so deutlich sagen, der im Promillebereich liegt. Und diese Fälle haben wir in der Verfahrensablauforganisation, aber auch in der Zielstellung, die haben wir korrigiert. Und deshalb halte ich es für richtig, dass wir auf diesem Gebiet weiter mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Weiter spionieren für Deutschland also. Die ungestörte Zusammenarbeit mit den US-Partnern scheint für das Bundeskanzleramt seit langem wichtiger zu sein als lückenlose Aufklärung. Dabei ist in Berlin der NSA-Ausschuss noch lange nicht mit seiner Arbeit fertig. Vieles in der Zusammenarbeit zwischen BND und NSA bleibt nach wie vor unklar. Arbeitsalltag für Martina Kant. Die Mitarbeiterin des grünen Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz holt regelmäßig BND-Akten zur Durchsicht ab. Bemerkenswert bei diesem Ausschuss ist, dass wir sehr viele auch streng geheime Akten bekommen haben. Das war noch bei keinem Untersuchungsausschuss so. Wir bezweifeln, dass es in allen Fällen wirklich erforderlich ist. Und wir sehen auch, dass die Akten heraufgestuft werden, wenn sie an den Untersuchungsausschuss gehen. Zum Teil sind sie nur für den Dienstgebrauch im BND eingestuft. Und wenn wir sie bekommen, sind sie geheim oder sogar streng geheim eingestuft. Da kann irgendetwas nicht stimmen. Was ohnehin geheim ist, wird nun als streng geheim deklariert, bevor es der Untersuchungsausschuss bekommt. Zahllose Seiten werden komplett geschwärzt. Aufklärung ist so schwierig. Das sind ja Hunderttausende von Seiten, Millionen von Schwärzungen. Und hier kann man das im Extrem gut sehen. Wir haben Dokumente, die sind praktisch komplett geschwärzt. Es gibt Tausende von Dokumenten, die sind herausgenommen, die bekommen wir auch nicht. Und das Problem ist, dass diese Schwärzungen vorgenommen werden von den Leuten, die wir eigentlich kontrollieren sollen. Also es ist keine unabhängige Instanz, sondern die, die wahrscheinlich was zu verbergen haben, die schwärzen dann auch unsere Akten. Insofern ist das kein sehr guter Zustand. Da sieht man schwarz bei dieser Bundesregierung und ihrem Aufklärungswillen, ja. Washington. Seit Jahrzehnten verlässlicher und unverrückbarer Fixpunkt der deutschen Außenpolitik und der deutschen Auslandsspionage. Bei Fragen und bei der Aufklärung zur Praxis der NSA will die Bundesregierung auf keinen Fall das Weiße Haus verärgern. 40 Kilometer außerhalb in Fort Meade, ausgestattet mit eigenen Highway-Zufahrten, befindet sich die NSA-Zentrale. In Crypto City arbeiten 40.000 Mitarbeiter. Täglich fallen 30.000 Terabyte Daten an. Es ist eine Tatsache, dass es auf der Erde noch nie einen Geheimdienst gegeben hat, der so mächtig war, wie es heute die NSA ist. Und zwar deshalb, weil so viele elektronische Daten gesammelt werden. James Bamford setzt sich als Journalist seit über 30 Jahren mit der NSA auseinander, hat mehrere Bücher über den Spionagegiganten geschrieben. Für ihn ist die Allmacht der NSA vor allem Ergebnis der immer stärkeren Nutzung des Internets. Ob man eine Porno guckt oder nach einem Ferienziel sucht, es gibt so viele private Dinge, die nicht einmal deine Freunde wissen sollen. Wenn man etwas googelt, gibt man alle möglichen privaten Dinge preis. Vor 25 Jahren wäre das so gewesen, als folgte dir eine Kamera, wenn du in einer Buchhandlung ein Buch zur Hand nimmst, oder als gingest du in einen Zeitschriftenladen und eine Kamera sähe, welche Seiten in welcher Zeitschrift du aufschlägst. Genau diese Möglichkeiten besitzt heute die NSA. Sie weiß nicht nur, was du sagst oder schreibst, sondern auch, was du denkst. Und da wird es dann sehr gefährlich. Wenn wir uns die Dimension angucken von dem, was sich die NSA zum Beispiel in Utah hinstellt, sind die einzigen, die sich in einer ähnlichen Dimension bewegen, sowas wie Google, Facebook und Amazon, also die größten IT-Konzerne auf diesem Planeten. Die spielen, NSA spielt in derselben Liga. Also wir können nicht davon ausgehen, dass Technologie oder Einschränkung von Technologie deren Problem sind. Am Ende ist die Frage, ob wir diesen Leuten, die da im Verborgenen arbeiten und die halt offenbar niemandem rechenschaftspflichtig sind und die auch keiner wirklichen Regulierung unterlegen, wirklich alle Daten auf diesem Planeten in die Hand drücken wollen. Mittlerweile ist einiges über das Vorgehen der NSA und ihre speziellen Software-Werkzeuge bekannt geworden.
Codenamen von Programmen wie X-Keyscore oder Prism verwirren die Öffentlichkeit. Es gibt halt eigentlich nur zwei Kategorien von Dingen, die wirklich wichtig sind. Die zapfen Kabel an, die zapfen Computer an und die werten die Daten daraus aus. Und das, auf die beiden Dinge muss man sich konzentrieren. Das heißt also, wie funktionieren diese Auswertungsmechanismen, also zum Beispiel diese Selektoren, wie funktionieren deren Methoden zum Eindringen in Computer und Extrahieren von Daten und wo kriegen sie ihre Daten her? Der Bundesnachrichtendienst hat einen zentralen IT-Speicher. Er steht in Pullach, das modernste und bestgesicherte Gebäude auf dem gesamten Gelände. Erstmals gibt der BND einen Blick frei auf jene Server, in denen Daten aus der Satellitenspionage gesammelt werden. Ebenso wie abgehörte Kommunikation von Internetknotenpunkten, wie etwa in Frankfurt am Main. Dort hat der BND von 2004 bis 2008 Daten abgeschöpft und mit dem Partner NSA geteilt. Codename Operation Iconal. Das war offensichtlich illegal, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Dabei wurde sogar die BND-Kontrollinstanz, die G10-Kommission, getäuscht. Sie klagt nun gegen den BND vor Gericht. Und auch der Betreiber des Internetknotens D6 hat genug von der offenbar anhaltenden BND-Abschöpfpraxis im eigenen Haus. Er zieht vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Wir haben seit Jahren uns dagegen gewehrt und sind der Meinung, dass Überwachung in dieser Form unzulässig ist. Nach den neuen Informationen, die wir jetzt sowohl aus den Snowden-Unterlagen als auch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss bekommen haben, sind wir der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, in Leipzig diese Anordnung überprüfen zu lassen. Ich kann in der jetzigen Diskussion nicht erkennen, dass es Stimmen gibt, die ernsthaft die Erfassungsmöglichkeiten des Bundesnachrichtendienstes einschränken möchten. Wir sehen dem Klageverfahren gelassen entgegen und warten das ab. Dabei wird es um Grundsätzliches gehen. Um Deutschlands Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Um Datenschutz und Grundrechte. Für manchen Betrachter von außen keine Entweder-Oder-Frage. Datenschutzrechtliche und alle grundrechtlichen Fragen, die da eine Rolle spielen, sind wichtig. Aber sie sind nicht die einzigen Fragen, die wichtig sind, denn es geht ja auch um den Schutz staatlicher Interessen und es geht um die Sicherung der Sicherheit der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Der Terror in Europa hat die Sicherheitslage und die Diskussion darüber deutlich verschärft. Paris, Ankara, Istanbul, Brüssel. Die bisherige Zusammenarbeit der Geheimdienste konnte diese Anschläge nicht verhindern. Man hat es nicht geschafft, die Täter zu stoppen, obwohl die Geheimdienste schon vorher Informationen über sie hatten. Das ist in der Tat so, dass viele dieser Attentäter den Sicherheitsbehörden bekannt waren. Und das ist das Fatale an der Geschichte, dass man bekannte Gefährder hat, aber nicht genügend Beweise, um sie dingfest machen zu können. Solche Ziele wirkungsvoll zu verteidigen, solche weichen Ziele, das ist fast nicht möglich mit einer 100% Sicherheit. Und das ist auch etwas, was in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorgesehen ist, 100% Sicherheit herzustellen. 100%ige Sicherheit bekommen Sie in anderen Systemen, die weniger freiheitlich und weniger demokratisch sind. Die Frage, und das ist eine politische Frage, ist die Austarierung zwischen Risiko und Freiheit. In den USA hat man diese Frage weitgehend zugunsten eines gewaltigen Überwachungsapparates der NSA entschieden. Trotz zuletzt einiger Reformen gilt sie weiterhin als Datenkrake Nummer 1. Bei der Vereitelung von Terroranschlägen hat das kaum geholfen. Nehmen wir die Bombenleger vom Boston-Marathon. Die Russen haben die Vereinigten Staaten vor ihnen gewarnt. Dabei hätten sie auf einer Beobachtungsliste stehen sollen. Da die NSA aber so viele nutzlose Daten sammelte, hatten sie diese Leute nicht im Blick.
Genauso war es bei den Anschlägen in Paris. Einige dieser Leute standen auf Beobachtungslisten und dennoch reisten sie in Europa, in Frankreich und Belgien ein und aus und dann war es zu spät. Ihre Verbindung zu dem Terrorakt wurde nie aufgedeckt, bis es passiert war. Peter Bergen, Autor von preisgekrönten Büchern über den internationalen Terrorismus, hat in den USA eine unabhängige Studie aus dem Jahr 2014 geleitet, die den Erfolg von anlassloser elektronischer Massenüberwachung bei der Terrorismusbekämpfung untersucht hat. Unsere Recherchen ergaben, dass die Überwachung durch die NSA in den Vereinigten Staaten nach dem 11. September nicht sehr ergiebig war. Den Terrorismus konnte sie nicht stoppen. Und das Ergebnis beschränkte sich auf die Enttarnung einer Person, die relativ geringe Geldsummen an eine Terrororganisation in Übersee geschickt hatte. Was wir aus alledem lernen, ist unter anderem, dass die traditionellen Strafverfolgungsmethoden in Wirklichkeit viel effektiver sind als exotische Überwachungssysteme. Die NSA hat kein Problem damit, Geld auszugeben. Das Problem ist, wie finde ich die Nadeln im elektronischen Heuhaufen? Wenn man sie nicht finden kann, ist das gesamte System nutzlos. Wenn man den Terroristen nicht aufhalten kann, wenn man die Nadel nicht finden kann, bevor es passiert, dann ist das verschwendete Zeit. Terroristen spürt man durch Informanten auf, durch verdeckte Ermittler, Hinweise aus der Bevölkerung, Hinweise aus der Familie, Berichte über verdächtige Aktivitäten, also durch ganz normale Polizeiarbeit. Routinebesprechung der grünen Bundestagsabgeordneten zur Vorbereitung der nächsten Runde im NSA-Untersuchungsausschuss. Auch für sie ist der Ansatz, Terroranschläge durch immer mehr Abhörpraktiken zu vermeiden, grundsätzlich zweifelhaft und nicht sonderlich erfolgreich. In dem kritischen Jahr 2013 hat der damalige Innenminister, ist dann aus den USA wiedergekommen und hat auch solche Zahlen in die Welt gesetzt. Also es waren mindestens 9 Anschläge, waren es glaube ich am Anfang oder noch mehr, kam er wieder verhindert worden. Und dann haben wir nachgefragt, nicht nur öffentlich, sondern auch in den bestimmten Gremien und Ausschüsse. Ja, sagen Sie doch mal, welche waren das, damit wir uns da... Da wurden das nicht mehr 9, sondern waren es nachher noch 3. Dann haben wir gefragt, die 3. Und dann blieb das nur noch bei einem, nämlich den Sauerland-Anschlägen. Da soll ein Tipp da, der das Entscheidende gewesen sein. Die Sauerlandzelle ist ein Beleg dafür, für die Zusammenarbeit zum einen im internationalen Bereich, aber auch im nationalen Bereich. Das heißt, in dieser Phase ist so eng zusammengearbeitet worden, wie noch nie im Bereich der internationalen, auch der nationalen Sicherheitsbehörden. Von daher gesehen ist das ein auf hoher Ebene sehr relevanter Beitrag gewesen für die Abwehr von Terrorismus in Deutschland. Der Fall der Sauerland-Gruppe ist immer wieder dieses Posterbeispiel. Alle bringen dieses Beispiel. Sieht man sich aber mal genauer die Sauerland-Gruppe an, und das ist in dem Gerichtsprozess, nachdem die Teilnehmer dieser Sauerland-Zelle, die sich vor Gericht rechtfertigen mussten, sehr klar geworden. Die Geheimdienste verschiedener Länder hatten ganz klar ihre Finger im Spiel. 2007. Die sogenannte Sauerland-Zelle hat einen großen Anschlag geplant. US-Dienste geben rechtzeitig entscheidende Hinweise. Abgefangene E-Mails führen auf die Spur und zur Festnahme der Terrorzelle. Doch bald gibt es Zweifel an dieser offiziellen Darstellung. Hinzu kommt, dass man den 5. Mann nicht bekommen hat. Das war ein damals 26-jähriger, in Ludwigshafen geborener Türke, der diesem Quartett 26 Zünder für die Bomben geliefert hat, von denen allerdings 24 unbrauchbar waren. Und der ist in die Türkei verschwunden, war nur kurz inhaftiert und ist dann vom türkischen Militärnachrichtendienst MIT gedeckt worden, sodass der Verdacht bestand, dass er schon, während er mit der Sauerland-Gruppe arbeitete, er ein V-Mann des MIT war. Diese geplanten Anschläge von der sogenannten Sauerland-Gruppe sind ganz, ganz mysteriös. Also
wenn wir nicht schon genug hätten, müsste sich damit auch eigentlich mal ein Untersuchungsausschuss beschäftigen. Ein BND-Phantom zeigt sich zum ersten Mal öffentlich. Viele Jahre war Gerhard Conrad nur als Mr. Hisbollah, als eine Art deutscher James Bond bekannt. Tätig vor allem als Vermittler beim Austausch von Geiseln im Nahen Osten. Nun soll er als Leiter eines Analysezentrums den Grundstein für einen künftigen EU-Geheimdienst legen. Hier in Brüssel werden Informationen der Geheimdienste zusammenfließen, damit Personen, die Terroranschläge planen, schneller und besser identifiziert werden können. Man kannte die Personen, man hat häufig es aber nicht vermocht, den Qualitätswandel in der Motivationslage und in der Bereitschaft zu handeln zu erkennen. Das ist ein großes Problem. Und hier wird man in der Diskussion mit den verschiedensten politischen Kräften und juristischen Kräften zu untersuchen haben, ob es Mittel gibt, hier besser Prävention betreiben zu können und ob das dann noch verhältnismäßig sein wird. Mehr präventive Überwachung. Das zielt auch auf ein wichtiges Zukunftsfeld. Verschlüsselte Daten. In den USA kämpfen die Sicherheitsbehörden mit den großen IT-Unternehmen um den vollständigen Zugang zu Informationen auf Handys. Auch wenn diese verschlüsselt sind. Vielleicht ist es ja im Einzelfall okay. Ja, also wenn da halt wirklich jemand ist, wo es notwendig ist, dass die da den überwachen und sie halt einen guten Grund haben, dann sollen sie halt diesen Aufwand eben doch treiben. Aber was nicht geht, ist, dass es halt diese Massenüberwachung gibt, dass also jeder de facto unter Pauschalverdacht steht. Und was ihnen wirklich wehtut, ist Verschlüsselung und Anonymisierung. Das sind halt so unsere beiden technischen Abwehrmittel, die wir haben, um sicherzustellen, dass zumindest Massenüberwachung sehr schwer und sehr teuer wird. Doch individuelle Verschlüsselung auf Smartphones ist den Geheimdiensten ein Dorn im Auge. Terroristen könnten diesen Freiraum missbrauchen. Wir brauchen bessere Technik, wir brauchen mehr Technik, um Schritt halten zu können mit der Entwicklung. Wir müssen in der Lage sein, Kommunikation von Terroristen, auch wenn sie noch so verschlüsselt ist, zu erfassen und zu entschlüsseln. Wenn es überhaupt nicht mehr möglich ist, solche Kommunikation zu erfassen, dann muss man auch den Mut haben, neue Wege zu gehen. Drohen also in Zukunft noch mehr Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger? Noch mehr Kontrolle und Ausspähen der digitalen Datenströme? Angela Merkel ist ein prominentes Opfer. Ihr abgehörtes Handy zeigt mehr als symbolisch, dass es beim elektronischen Spionieren bei weitem nicht nur um Terrorbekämpfung geht, was immer wieder gerne öffentlich ins Feld geführt wird. Abhöranlagen wie auf dem Dach der US-Botschaft in Berlin gehören zum Alltagsgeschäft der Nachrichtendienste weltweit, ohne Rücksicht auf vermeintliche Freunde. Ich glaube, die Deutschen sind die Einzigen, die an den Satz glauben, Spionage unter Freunden, das geht gar nicht. Alle anderen Nationen halten das für relativ selbstverständlich, dass man das macht. Es ist eine ganz andere Frage, ob es politisch klug ist. Und das ist es sicher nicht. Es ist eine Dummheit, weil es schafft politisch viel, viel mehr Probleme, als man durch das Abhören eines Handys erfahren kann. Das aber ist das klassische Geschäft der Geheimdienste. Informationen beschaffen für das politische Machtgeschäft. Die Krönung dabei ist, Spione beim Gegner zu platzieren. Für einen anderen Nachrichtendienst ist es natürlich interessant, auf welcher Methodik wir arbeiten oder welche Quellen wir möglicherweise in einem anderen Land haben und welche Erkenntnisse wir daraus ziehen. Und damit ist es das Hochziel jeden Nachrichtendienstes, eines jeden ausländischen Nachrichtendienstes, in das Innerste eines fremden Nachrichtendienstes einzudringen. Silvia Reischer gehört zum Führungszirkel des Bundesnachrichtendienstes. Ihre Abteilung soll den BND vor Spionage schützen. In ihrem Safe lagert auch eine Akte mit dem Decknamen Motte. Dabei geht es um den größten Verratsfall seit Jahrzehnten. Markus R., inzwischen zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, hatte seit 2008 6 Jahre lang höchst sensible Daten ausgerechnet an einen Partnerdienst verkauft, die CIA.
Der BND-Sachbearbeiter in der Poststelle hatte sogar Zugang zu einer Datenbank mit Klarnamen von Agenten. Die CIA hat den Bundesnachrichtendienst und seine Vorläuferorganisation über Jahrzehnte hinweg intensiv ausgeforscht. Nur es gab ein Tabu. Und dieses Tabu war, einen amerikanischen Agenten im BND zu haben. Dieses Tabu ist mit der Annahme der Selbstanbietung von Markus R. zerbrochen. Also das ist ein dermaßen großer Vertrauensbruch für mich, dass die Amerikaner sogar sich dem Angebot eines Spions aus den eigenen Reihen nicht widersetzen konnten. Normalerweise hätte sich gehört, dass sofort ein Anruf bei unserem Präsidenten erfolgt wäre und gesagt worden wäre, hör mal zu, da ist Folgendes gerade passiert. Das wäre eigentlich zwischen befreundeten Nachrichtendiensten normal. Wir haben Selbstanbieter aus dem BND beim französischen Nachrichtendienst, wo die Franzosen sofort den BND-Präsidenten unterrichten. Wir haben einen Selbstanbieter aus dem Bundesnachrichtendienst, der an das polnische Generalkonsulat in München herangetreten ist. Das war kurz vor dem NATO-Beitritt Polens. Die Polen haben den sofort namentlich auffliegen lassen. Und da hätte man gerade vom amerikanischen Nachrichtendienst ein ähnlich kollegiales Verhalten erwartet. Aber die Verlockung, diesen Menschen zu nehmen, war natürlich an der Schnittstelle, an der er saß, ausgesprochen groß. Im zweitältesten Gewerbe der Welt traut für gewöhnlich keiner dem anderen. Jeder spioniert gegen jeden, vor allem mit elektronischen Mitteln. Das ist dem BND gegenüber befreundeten Staaten und Diensten von Seiten der Bundesregierung allerdings untersagt. So die offizielle BND-Position noch im September 2015. Inzwischen ist das Gegenteil längst bewiesen. Wir als Bundesnachrichtendienst klären keine befreundeten westlichen Staaten auf. Das ist eine politische Entscheidung und daran halten wir uns. Dass andere ausländische Dienste das möglicherweise anders sehen, das ist aus meiner Sicht professionell. Aber wenn es auch befreundete Dienste sind? Darauf muss man immer eingestellt sein. Das heißt im Umkehrschluss, der BND ist doch auf dem berühmten einen Auge blind? Nein, das sind wir nicht. Aber wir haben uns politisch entschieden, befreundete Dienste nicht aufzuklären. Wir sehen darin keine Notwendigkeit. Doch ausgerechnet der öffentliche Teil der Anklageschrift gegen Markus R. belegt, das Gegenteil war der Fall. Der Spion hatte unter anderem die Abschrift eines vom BND abgehörten Telefonats zwischen Hillary Clinton und Kofi Annan an die Amerikaner weitergegeben. Dadurch sieht sich BND-Präsident Schindler in die Offensive gedrängt. Vor dem parlamentarischen Kontrollgremium gibt er zu, dass der BND auch eigene Selektoren in der elektronischen Spionage benutzt. Nach und nach kommt heraus, dass der Bundesnachrichtendienst damit mindestens bis 2013 zahlreiche Politiker in Europa und den USA ausgespäht hat. So etwa den damaligen französischen Außenminister Fabius. Dazu auch internationale Organisationen wie die UNO und UNICEF. Und rechtlich besonders zweifelhaft auch mindestens einen deutschen Diplomaten. Hans-Jörg Haber, der seinerzeit für die Europäische Union arbeitete. Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ausspähen unter Freunden, das geht volle Kanne. Und zwar von Seiten der NSA, aber eben auch von Seiten des Bundesnachrichtendienstes. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder Frau Merkel hat bewusst die Unwahrheit gesagt in dieser Situation, was ich fast nicht glauben kann, oder sie wusste schlicht nicht, was der Bundesnachrichtendienst tut. Das wäre auch verheerend, denn das Bundeskanzleramt hat die Fach- und Rechtsaufsicht über den Bundesnachrichtendienst. Und wenn die Kanzlerin in einer solchen Krise nach Snowden nicht weiß, was der Bundesnachrichtendienst tut und was er nicht tut, dann funktioniert eben die Rechts- und Fachaufsicht nicht. Und das muss sie sich auch voll anrechnen lassen. Würden Sie der Kanzlerin heute empfehlen, diese Aussage noch einmal zu wiederholen? Die Aussage ist heute wichtiger denn je. Es war eine programmatische Ansage. Und sie macht deutlich, dass wir Nachrichtendienste dafür brauchen, Terrorismus, organisierte Kriminalität, internationale Gefahren, Proliferation zu bekämpfen, aber nicht, um uns gegenseitig auszuspionieren.
Da hat in der Vergangenheit einiges im Argen gelegen. Es ist seit der Intervention der Kanzlerin einiges geschehen, sowohl bei ausländischen Nachrichtendiensten als auch bei uns zu Hause beim BND. Das war richtig und deshalb war diese Aussage richtig und sie ist auch für die Zukunft richtig. Der Bundesnachrichtendienst hat offenbar mehr hochrangige Politiker ausgespäht als bisher bekannt. Wie der Spiegel unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, gehörte dazu etwa die ehemalige Außenbeauftragte der EU, Ashton. Ziel des deutschen Auslandsgeheimdienstes sei außerdem US-Außenminister Kerry gewesen. Also Nachrichtendienste tun sich mit der Kategorie Freund naturgemäß schwer. Allerdings der Satz der Kanzlerin gilt auch für den Bundesnachrichtendienst und selbstverständlich für den Bundesnachrichtendienst. Und dies bedeutet für uns auch realiter keine Einschränkung, denn immer dann, wenn es um Terrorismus geht, wenn es um organisierte Kriminalität geht, wenn es um Proliferation geht, wird dieser Schutz nicht mehr gelten. Turbulente Zeiten in der deutschen Sicherheitspolitik. Hinter den Kulissen wird heftig um mehr Kontrolle über den BND gerungen. Zudem soll der Bundesnachrichtendienst 4 Jahre später als geplant 2017 endgültig in seine neue Berliner Zentrale ziehen. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Doch einer, der sie vorangetrieben hat, wird nicht mehr dabei sein. Wenn mich etwas betroffen gemacht hat, dann ist es der Umstand, dass ich nicht als erster Präsident in dieses tolle Gebäude einziehen darf. Hier ist das erste. Nach 3 Jahren NSA-Skandal und Dauerkritik am BND ist Gerhard Schindler im Frühsommer 2016 seinen Posten los. BND-Chef Schindler muss vorzeitig seinen Posten räumen und wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Nicht nur für ihn kam dieser Schritt am Ende überraschend. Eigene entscheidende Fehler sieht er nicht als Grund für seine Ablösung. Das hat sicherlich nicht allen gefallen, dass ich die Interessen des Bundesnachrichtendienstes klar und deutlich vertreten habe. Trotz Snowden, trotz der engen Zusammenarbeit mit der NSA, trotz der Probleme bei der eigenen technischen Aufklärung ist der Bundesnachrichtendienst gestärkt aus dieser Diskussion hervorgegangen und nicht geschwächt. Doch der reformfreudige Ex-Präsident hat wohl mit seinen Vorstellungen wichtige Machtpolitiker zu sehr verärgert und damit sich selbst geschwächt. Die Verantwortung für die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand trage nicht ich, sondern diejenigen, die es entschieden haben, und die müssen Sie auch nach den Gründen fragen. Das Bundesbeamtengesetz regelt mit gutem Grund, dass politische Beamte jederzeit, das heißt auch ohne Angabe von öffentlichen Gründen, in den Ruhestand versetzt werden können. Und ich glaube, dass es auch der Respekt vor dem Kollegen Schindler gebietet, dass wir nicht in der Öffentlichkeit über Gründe in die eine oder andere Richtung spekulieren. Doch die plötzliche Ablösung des Präsidenten ist offensichtlich exemplarisch für das Ringen um die Zukunft des BND. Eine starke Gegnerfront hat sich aus unterschiedlichen Motiven gebildet. Unter Schindlers Führung sei der BND zu transparent geworden. Im Kampf um mehr parlamentarische Kontrolle habe er zu wenig Widerstand geleistet. Und zum Schluss hat Gerhard Schindler auch noch eine externe Unternehmensberatung zur Hilfe gerufen, um die Machenschaften der reformresistenten Abteilung Technische Aufklärung einzudämmen. Sein Hauptgegner ist Wolfgang Schäuble, schon als Innenminister ein Sicherheitsfanatiker, der befürchtet, dass eine grundlegende BND-Reform die Schlagkraft des Dienstes gefährden könnte. Der hat dann seine Truppen gesammelt, Ursula von der Leyen, Peter Altmaier, und die haben gemeinsam die Kanzlerin bewogen, Schindler ablösen zu lassen. Eine Kanzlerin, die mit dem BND-Chef ohnehin über Kreuz lag, weil er ihre Flüchtlingspolitik überhaupt nicht gutiert hat. Die Ablösung Schindlers bleibt eine umstrittene Entscheidung der Regierung. Denn was geschieht nun mit der geplanten Reform des Auslandsnachrichtendienstes? Nach über 2 Jahren Arbeit im NSA-Ausschuss, nach erwiesenen Lügen und illegalen Kooperationen, müsste die Regierung klare Konsequenzen ziehen, sich um Transparenz und Wahrhaftigkeit bemühen. Und das müsste in das BND-Gesetz einfließen. Wenn diese Reform ausgebremst würde, wäre das, glaube ich, eine Katastrophe auch für den Bundesnachrichtendienst und für das Image des Bundesnachrichtendienstes, das aufgrund von politischem Versagen die letzten Monate sowieso schon sehr gelitten hat.
Doch immer mehr Terroranschläge und die dadurch verschärfte Sicherheitslage haben die Front der Befürworter einer weitergehenden Reform entscheidend bröckeln lassen. Dies ist der Nachfolger Bruno Kahl, derzeit Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Die Ernennung des neuen BND-Präsidenten ist ein deutliches Signal. Die avisierte Reform des Geheimdienstes wird wohl kaum zu entscheidenden Änderungen führen. Weder bei mehr parlamentarischer Kontrolle noch bei größerer Einschränkung der Spionagepraxis. Der Bundesnachrichtendienst wird 2017 so aufgestellt sein wie in der Zeit vor Schindler. Das heißt, es gibt weniger Transparenz, es gibt mehr technische Aufklärung, es gibt die Gefahr, dass diese technische Aufklärung Hauptertrag des Bundesnachrichtendienstes auch beim Austausch mit den Partnerdiensten gestärkt aus diesem ganzen Skandal hervorgeht. Darauf setzen alle konservativen Politiker. Die Opposition, lange angetrieben durch die Empörung über den NSA-Skandal, wird es schwer haben, ihre hohen Vorstellungen von politisch korrekter Spionage durchzusetzen. Ich habe ehrlich gesagt auch den Anspruch, dass man dann über Deutschland hinaus, für Europa, aber auch in der transatlantischen Beziehung sagt, wir haben rechtsstaatliche Kriterien und unterscheiden uns eben von Ländern wie Nordkorea, Russland und China. Bei uns wird nicht alles gemacht, was technisch geht. Dass auch andere Länder nachziehen und ihre nachrichtendienstliche, strategische Fernmeldeaufklärung ebenfalls dem Datenschutzgesetz unterstellen, das ist eine fromme Illusion. Die Deutschen haben da überhaupt keine Vorbildwirkung. Alle anderen, glaube ich, amüsieren sich darüber eher. Wohl auch in Washington. Dort haben die Geheimdienste und ihr Verständnis von Sicherheit weiterhin unangefochtene Priorität. Thomas Drake, als Whistleblower bei der NSA rausgeflogen, arbeitet heute als Verkäufer in einem Apple Store. Wir müssen keinen Kompromiss eingehen oder gar unveräußerliche Menschenrechte um der Sicherheit willen abschaffen. Ich denke, wir ernten nun den Sturm unserer über viele Jahre ausgebrachten Saat. Das hat einen starken Bumerang-Effekt. Wenn wir wollen, können wir weiterhin immer mehr Kontrolle ausüben, aber das wird überhaupt nichts nützen. Die neue BND-Zentrale in Berlin. 2003 wurde ihr Bau beschlossen, auch als eine Folge des 11. September. Ab 2018 soll sie voll funktionsfähig sein. Jetzt schon da, das Ding. Kunst am Bau. Spötter sagen auch trojanisches Pferd. Zweck unbekannt. Das Herz der künftigen Spionage aus Deutschland wird nicht verpflanzt. Es schlägt weiter in Pullach. Am alten Standort, hinter Mauern, schwer kontrollierbar. Das IT-Zentrum des BND ist der Grundstein für die digitale Überwachung der Zukunft, für die Abwehr von Cyberangriffen. Pullach bleibt somit die wichtigste Außenstelle des BND und wird auch künftig viel Geld kosten. Wie viel Geheimdienst braucht Deutschland also? So viel, dass die Sicherheit, so gut es eben geht, gewährleistet ist und der Geheimdienst nicht machen kann, was er will. Ich finde, dass man an dieser Stelle mal deutlich machen muss, wir sind die Guten. Also es geht nicht darum, dass man einen Geheimdienst hat, den man an die Kandare legen muss und der in der Welt spioniert und Recht und Gesetz missachtet? Heute können Sie jeden Brief, jede Kommunikation, jedes Bewegungsdatum von meinem Handy, alles können Sie speichern, durchrastern, auf Ewigkeiten aufheben. Es entstehen komplette Profile, was Sie denken, was Sie fühlen, wen Sie lieben, alles. Ja? Und wenn man da den staatlichen Institutionen keine Grenzen setzt, dann werden wir unsere Freiheit verlieren.
verhindern. Man hat es nicht geschafft, die Täter zu stoppen, obwohl die Geheimdienste schon vorher Informationen über sie hatten. Das ist in der Tat so, dass viele dieser Attentäter den Sicherheitsbehörden bekannt waren. Und das ist das Fatale an der Geschichte, dass man bekannte Gefährder hat, aber nicht genügend Beweise, um sie dingfest machen zu können. Solche Ziele wirkungsvoll zu verteidigen, solche weichen Ziele, das ist fast nicht möglich mit einer 100% Sicherheit. Und das ist auch etwas, was in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorgesehen ist, 100% Sicherheit herzustellen. 100%ige Sicherheit bekommen Sie in anderen Systemen, die weniger freiheitlich und weniger demokratisch sind. Die Frage, und das ist eine politische Frage, ist die Austarierung zwischen Risiko und Freiheit. In den USA hat man diese Frage weitgehend zugunsten eines gewaltigen Überwachungsapparates der NSA entschieden. Trotz zuletzt einiger Reformen gilt sie weiterhin als Datenkrake Nummer 1. Bei der Vereitelung von Terroranschlägen hat das kaum geholfen. Nehmen wir die Bombenleger vom Boston-Marathon. Die Russen haben die Vereinigten Staaten vor ihnen gewarnt. Dabei hätten sie auf einer Beobachtungsliste stehen sollen. Da die NSA aber so viele nutzlose Daten sammelte, hatten sie diese Leute nicht im Blick. Genauso war es bei den Anschlägen in Paris. Einige dieser Leute standen auf Beobachtungslisten und dennoch reisten sie in Europa, in Frankreich und Belgien ein und aus und dann war es zu spät. Ihre Verbindung zu dem Terrorakt wurde nie aufgedeckt, bis es passiert war. Peter Bergen, Autor von preisgekrönten Büchern über den internationalen Terrorismus, hat in den USA eine unabhängige Studie aus dem Jahr 2014 geleitet, die den Erfolg von anlassloser elektronischer Massenüberwachung bei der Terrorismusbekämpfung untersucht hat. Unsere Recherchen ergaben, dass die Überwachung durch die NSA in den Vereinigten Staaten nach dem 11. September nicht sehr ergiebig war. Den Terrorismus konnte sie nicht stoppen. Und das Ergebnis beschränkte sich auf die Enttarnung einer Person, die relativ geringe Geldsummen an eine Terrororganisation in Übersee geschickt hatte. Was wir aus alledem lernen, ist unter anderem, dass die traditionellen Strafverfolgungsmethoden in Wirklichkeit viel effektiver sind als exotische Überwachungssysteme. Aber zumindest gibt man sich westfreundlicher und ist insgesamt, wie soll man sagen, westlich vermittelbarer als Assad, als syrische Rebellen oder die PKK. Für die deutsche Politik sind die unterschiedlichsten Informationen wichtig. Denn das kurdische Bollwerk im Nordirak gegen den IS ist nur vermeintlich stabil. Krieg und Ölpreisverfall haben den Wirtschaftsboom der vergangenen Jahre jäh gestoppt. Und ein weiteres Problem wird immer prekärer. Zum Vergleich, Kurdistan beherbergt fast 2 Millionen Flüchtlinge, genauso viele wie die Türkei. Aber schauen Sie, wie die Türkei die Europäische Union um Unterstützung bittet. Ich denke, für die internationale Gemeinschaft wäre es besser, das Problem an den Wurzeln zu packen und die Flüchtlinge nicht in Europa und anderswo aufzunehmen. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie viel Geld ein Land wie Deutschland in die Flüchtlingskrise investiert. In Europa, in Deutschland. Wenn auch nur ein Teil des Geldes für die Situation der Flüchtlinge hier eingesetzt würde. Sollte sich das nicht ändern, werden sich auch von hier immer mehr Menschen auf den Weg nach Europa, nach Deutschland machen. Unter ihnen könnten sich auch getarnte Terroristen befinden. Ein konkretes Beispiel. Eine Person gelangt nach Deutschland, hat keinerlei Papiere dabei und sagt,
Er ist Ali aus Kamischli. Wir haben vor Ort in Deutschland nicht die Möglichkeit, um die wahre Identität letztendlich abklären zu können. Diese Möglichkeiten hat der Partner hier vor Ort und damit ist die Kooperation in diesem Bereich unglaublich wertvoll. Das sind gewachsene Kontakte, das sind Vertrauensverhältnisse, die wir nicht haben. Und diese Vertrauensverhältnisse können entsprechend auch für unsere Interessen positiv genutzt werden. Der Hauptbahnhof in München heute Abend. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt. Hier spricht Ihre Polizei. Das Fußballspiel am heutigen Abend wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. München und Hannover Ende 2015. Die Terrorgefahr für Deutschland steigt. Die Sicherheitsbehörden wollen das Ausmaß jedoch nicht öffentlich machen. Verstehen Sie bitte. Der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Heute hat man ein besseres Bild. Die Abgründe der elektronischen Überwachung weltweit sind deutlich klarer geworden. Man weiß mehr über die Zusammenarbeit von NSA und Bundesnachrichtendienst und ahnt, dass die Möglichkeiten der Spionage durch den amerikanischen Abhörgiganten jeden jederzeit treffen können. Frank Rieger vom Chaos Computer Club wurde bereits 2014 als unabhängiger Experte von den Abgeordneten im NSA-Untersuchungsausschuss angehört. Derzeit ist die digitale Souveränität Deutschlands einfach eine Illusion. Wir müssen uns da nicht in die Tasche lügen. Wir können da eigentlich nur sagen, wir stehen da vor einem großen Scherbenhaufen. Wir haben es auf der anderen Seite zu tun mit Geheimdiensten, die sich eigentlich benehmen, ähnlich wie eine Mafia mit einer Rechtsabteilung. Das heißt, wir haben da mit Organisationen zu tun, die, egal was die technischen oder rechtlichen Hürden sind, sie versuchen, Wege drumherum zu finden. Momentan ist das Hauptproblem, dass für die allermeisten Menschen hat das jetzt nicht viel mehr persönlichen Bezug als jetzt ein James-Bond-Film. Ja, also es ist halt irgendwie eine was da draußen passiert und was man in der Zeitung liest, über das man sich vielleicht abstrakt aufregen kann, aber es ist jetzt nicht, wo niemand das Gefühl hat oder nur sehr wenige Leute das Gefühl haben, dass sie persönlich betroffen sind. Washington im Morgengrauen. Auf dem Weg zu seinem heutigen Job ist ein Mann, der viele Jahre in den amerikanischen Sicherheitsbehörden arbeitete und der ab einem bestimmten Moment beschloss, die Seiten zu wechseln. Du hast es mit einer Regierung zu tun, die dich zum Staatsfeind erklärt hat, zum Verräter und Überläufer. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Du stehst vor der Aussicht, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Gefängnis zu verbringen. Thomas Drake, IT-Spezialist und ehemals Führungskraft bei der NSA. Nach dem 11. September hatte er Informationen über ein weltweites Überwachungsprogramm öffentlich gemacht. Er verlor seinen Job und musste fast 5 Jahre lang vor Gericht um seine Freiheit kämpfen. Heute gilt der Whistleblower als wichtige Stimme der Überwachungskritiker. An meinem ersten Arbeitstag sollte ich über den 11. September berichten. Die Welt teilt sich für mich wirklich in die Zeit vor und nach dem 11. September. Um das zu ändern, lässt sich der BND unter seinem Präsidenten Gerhard Schindler erstmalig tiefer in die Karten schauen als je zuvor. Ich glaube schon, dass wir in einer Ecke gesehen werden, die man mit Schmuddelecke bezeichnen kann, zu Unrecht. Aber aus dieser Ecke müssen wir raus und dazu brauchen wir Transparenz, wir müssen uns öffnen und das ist ein Spagat, auf der einen Seite das geheim zu halten, was geheim zu halten ist, nämlich unsere Methoden, unsere Arbeitsweisen, unsere Quellen, unsere operativen Mitarbeiter und auf der anderen Seite das darzulegen, worauf die Gesellschaft einen Anspruch hat, nämlich was tun wir eigentlich jeden Tag und wozu zahlt der Steuerzahler über 500 Millionen Euro jedes Jahr für einen Auslandsnachrichtendienst.
Transparenz gegen Geheimhaltung. Dieser Spagat wird Gerhard Schindler während seiner gesamten Dienstzeit und auch während unserer Filmaufnahmen begleiten. Und am Ende wird er ihn den Job kosten. Berufsrisiko. Der BND in Pullach. Das Gelände, gegründet als Nazi-Mustersiedlung, ausgebaut im Kalten Krieg. Hinter die Kulissen eines Geheimdienstes zu blicken, ist eine Reise in viele Grauzonen. Sie führt durch die Untiefen von Geschichte und Politik und durch aktuelle Skandale. Die Reise beginnt in der Tiefe eines alten Bunkers. Hier trainieren BND-Agenten mit der Waffe. Ausschließlich für ihren Eigenschutz, wie es heißt, wenn sie in eine Notsituation kommen sollten, zum Beispiel in Kriegsgebieten. Unterwegs mit einem BND-Residenten, einem Mitarbeiter des Deutschen Auslandsnachrichtendienstes. Ein Konvoi auf dem Weg in Richtung Islamischer Staat. Da sehen Sie jetzt schon die Sandsäcke auf den Häusern zum Teil, Unterkünfte von Peschmerga. Arbeitsalltag, Frontbesuch. Wir fahren jetzt zum Frontabschnitt Machmur. Entlang der Machmur-Front gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße von Seiten IS, weil man damit natürlich die internationale Community in Erbil, die ausländischen Vertreter der Ölfirmen, verunsichert. Bewaffnet mit Maschinenpistolen, unterwegs in gepanzerten Fahrzeugen. Deutsche Beamte in Gefängnissen. Unsere Recherchen ergaben, dass die Überwachung durch die NSA in den Vereinigten Staaten nach dem 11. September nicht sehr ergiebig war. Den Terrorismus konnte sie nicht stoppen. Und das Ergebnis beschränkte sich auf die Enttarnung einer Person, die relativ geringe Geldsummen an eine Terrororganisation in Übersee geschickt hatte. Was wir aus alledem lernen, ist unter anderem, dass die traditionellen Strafverfolgungsmethoden in Wirklichkeit viel effektiver sind als exotische Überwachungssysteme. Die NSA hat kein Problem damit, Geld auszugeben. Das Problem ist, wie finde ich die Nadeln im elektronischen Heuhaufen? Wenn man sie nicht finden kann, ist das gesamte System nutzlos. Wenn man den Terroristen nicht aufhalten kann, wenn man die Nadel nicht finden kann, bevor es passiert, dann ist das verschwendete Zeit. Terroristen spürt man durch Informanten auf, durch verdeckte Ermittler, Hinweise aus der Bevölkerung, Hinweise aus der Familie, Berichte über verdächtige Aktivitäten, also durch ganz normale Polizeiarbeit. Routinebesprechung der grünen Bundestagsabgeordneten zur Vorbereitung der nächsten Runde im NSA-Untersuchungsausschuss. Auch für sie ist der Ansatz, Terroranschläge durch immer mehr Abhörpraktiken zu vermeiden, grundsätzlich zweifelhaft und nicht sonderlich erfolgreich. In dem kritischen Jahr 2013 hat der damalige Innenminister ist dann aus den USA wiedergekommen und hat auch solche Zahlen in die Welt gesetzt. Also es waren mindestens 9 Anschläge, waren es glaube ich am Anfang oder noch mehr, kam er wieder verhindert worden. Und dann haben wir nachgefragt, nicht nur öffentlich, sondern auch in den bestimmten Gremien und Ausschüsse. Ja, sagen Sie doch mal, welche waren das, damit wir uns da wurden das nicht mehr 9, sondern waren es nachher noch 3. Dann haben wir gefragt, die 3. Und dann blieb das nur noch bei einem, nämlich den Sauerland-Anschlägen. Da soll ein Tipp da der, das Entscheidende gewesen sein. Die Sauerlandzelle ist ein Beleg dafür, für die Zusammenarbeit zum einen im internationalen Bereich, aber auch im nationalen Bereich. Das heißt, in dieser Phase ist so eng zusammengearbeitet worden, wie noch nie im Bereich der internationalen, auch der nationalen Sicherheitsbehörden. Von daher gesehen ist das ein auf hoher Ebene
sehr relevanter Beitrag gewesen für die Abwehr von Terrorismus in Deutschland. Der Fall der Sauerlandgruppe ist immer wieder dieses Posterbeispiel. Alle bringen dieses Beispiel. Sieht man sich aber mal genauer die Sauerland... Das MIT war. Diese geplanten Anschläge von der sogenannten Sauerlandgruppe sind ganz, ganz mysteriös. Also, wenn wir nicht schon genug hätten, müsste sich damit auch eigentlich mal ein Untersuchungsausschuss beschäftigen. Ein BND-Phantom zeigt sich zum ersten Mal öffentlich. Viele Jahre war Gerhard Conrad nur als Mr. Hisbollah, als eine Art deutscher James Bond bekannt. Tätig vor allem als Vermittler beim Austausch von Geiseln im Nahen Osten. Nun soll er als Leiter eines Analysezentrums den Grundstein für einen künftigen EU-Geheimdienst legen. Hier in Brüssel werden Informationen der Geheimdienste zusammenfließen, damit Personen, die Terroranschläge planen, schneller und besser identifiziert werden können. Man kannte die Personen, man hat häufig es aber nicht vermocht, den Qualitätswandel in der Motivationslage und in der Bereitschaft zu handeln, zu erkennen. Das ist ein großes Problem. Und hier wird man in der Diskussion mit den verschiedensten politischen Kräften und juristischen Kräften zu untersuchen haben, ob es Mittel gibt, hier besser Prävention betreiben zu können und ob das dann noch verhältnismäßig sein wird. Mehr präventive Überwachung. Das zielt auch auf ein wichtiges Zukunftsfeld. Verschlüsselte Daten. In den USA kämpfen die Sicherheitsbehörden mit den großen IT-Unternehmen um den vollständigen Zugang zu Informationen auf Handys, auch wenn diese verschlüsselt sind. Vielleicht ist es ja im Einzelfall okay. Ja, also wenn da halt wirklich jemand ist, wo es notwendig ist, dass die da den überwachen und sie halt einen guten Grund haben, dann sollen sie halt diesen Aufwand eben doch treiben. Aber was nicht geht, ist, dass es halt diese Massenüberwachung gibt, dass also jeder de facto unter Pauschalverdacht steht. Und was ihnen wirklich wehtut, ist Verschlüsselung und Anonymisierung. Das sind halt so unsere beiden technischen Abwehrmittel, die wir haben, um sicherzustellen, dass zumindest Massenüberwachung sehr schwer und sehr teuer wird. Doch individuelle Verschlüsselung auf Smartphones ist den Geheimdiensten ein Dorn im Auge. Terroristen könnten diesen Freiraum missbrauchen. Wir brauchen bessere Technik, wir brauchen mehr Technik, um Schritt halten zu können mit der Entwicklung. Wir müssen in der Lage sein, Kommunikation von Terroristen, auch wenn sie noch so verschlüsselt ist, zu erfassen und zu entschlüsseln. Wenn es überhaupt nicht mehr möglich ist, solche Kommunikation zu erfassen, dann muss man auch den Mut haben, neue Wege zu gehen. Drohen also in Zukunft noch mehr Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger? Noch mehr Kontrolle und Ausspähen der digitalen Datenströme? Morgen für uns. Vor allem bei der elektronischen Spionage wird die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Nachrichtendiensten noch einmal intensiviert. NSA und Co. wollen an die Hintermänner der Anschläge. Und sie brauchen schnelle Ergebnisse. Jedes Mittel scheint nun recht. Leiter der damals neu geschaffenen Abteilung Terrorismusbekämpfung beim BND wird Werner B. Der Druck war immens. Die Erwartungshaltung der Amerikaner, von nun an sie über jedes winzige Detail eins zu eins auch zeitnah sofort zu unterrichten, war in jeder Verhandlung spürbar. Auf der anderen Seite hatte man immer das Gefühl, ein bisschen als Juniorpartner betrachtet zu werden. Also sie nahmen sich das Recht heraus, vorzuselektieren, was Deutschland wissen muss, und erwarteten aber von uns, dass die Informationen hundertprozentig und vollumfänglich ihnen zur Verfügung gestellt werden. Auch aus diesem Verständnis heraus, dass Deutschland ja Miturheber der Anschläge gewesen ist, weil wir es nicht geschafft haben, die Zelle rechtzeitig dingfest zu machen. Germany was also in part punished. Again, this is an uncomfortable truth because I was. Auch Deutschland wurde bestraft. Das ist eine weitere unbequeme Wahrheit. Als Mitarbeiter der NSA wusste ich, dass Deutschland bei der Überwachung zur Zielscheibe Nummer 1 wurde, weil eine der maßgeblichen Terrorzellen, die Anschläge vom 11. September geplant hatten, in Hamburg saß.
Und auch, weil ein so großer Teil des elektronischen Datenaustauschnetzwerks durch Deutschland verlief. Dabei war der BND schon immer ein begehrter Abhörpartner der NSA. Eine intensive Zusammenarbeit, die bis tief in die Zeit des Kalten Krieges reicht. Der BND galt immer als Little Brother und wir waren der Big Brother. Der BND galt nicht als gleichberechtigt. Er stand immer in der Schuld der NSA. Die USA hatten gewaltigen Einfluss. Und wer will schon die Amerikaner verärgern? Das Bemühen, mit der NSA zu kooperieren, ging immer vom Bundesnachrichtendienst aus. Und er hat sich natürlich davon versprochen, dass die Kooperation mit den Amerikanern ihm den Zugang zu dieser Technik liefert, war sich aber immer darüber im Klaren, dass die Cowboys bei der NSA dafür ausgesprochen viel Payback haben wollen. Die heutige Zusammenarbeit beruht auf einem Geheimabkommen zwischen NSA und BND aus dem Jahr 2002. Öffentlich gilt es als Reaktion auf die Anschläge des 11. September. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them. Heute weiß man, es ist die größte Zäsur in der jüngsten Geschichte der Geheimdienste weltweit. Der Whistleblower Snowden wird zu einer fast epochalen Figur. In erster Linie bewundere ich schon in gewisser Weise seinen Mut, weil er wusste, worauf er sich einlässt und mit wem er sich anlegt. Ein außerordentlich mutiger Mann. Er hat erkannt, wie sehr das Überwachungssystem, das Sicherheitssystem ausgewuchert ist. Also er ist mit Sicherheit einer der wichtigsten und hervorragendsten Aufklärer unserer Zeit. Edward Snowden ist ein Whistleblower, der durch all das, was er veröffentlicht hat, die Welt verändert hat. Ich glaube, das kann man so sagen, auch die Welt der Nachrichtendienste. Ich rede jetzt als Privatmann und nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes. Und vor diesem Hintergrund hat es mich gefreut, dass endlich jemand den Mut gehabt hat, gegen seinen eigenen Arbeitgeber auszupacken. Eine Konsequenz aus Snowdens Enthüllungen ist in Deutschland der NSA-Untersuchungsausschuss. Seit über 2 Jahren versucht er, Licht in die Schattenwelt des BND zu bringen. Dabei wollte die Bundesregierung anfangs alles so schnell wie möglich von der Tagesordnung bekommen. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Heute hat man ein besseres Bild. Die Abgründe der elektronischen Überwachung weltweit sind deutlich klarer geworden. Man weiß mehr über die Zusammenarbeit von NSA und Bundesnachrichtendienst und ahnt, dass die Möglichkeiten der Spionage durch den amerikanischen Abhörgiganten jeden jederzeit treffen können. Frank Rieger vom Chaos Computer Club wurde bereits 2014 als unabhängiger Experte von den Abgeordneten im NSA-Untersuchungsausschuss angehört. Derzeit ist die digitale Souveränität Deutschlands einfach eine Illusion. Wir müssen uns da nicht in die Tasche lügen. Wir können da eigentlich nur sagen, wir stehen da vor einem großen Scherbenhaufen. Wir haben es auf der anderen Seite zu tun mit Geheimdiensten, die sich eigentlich benehmen ähnlich wie eine Mafia mit einer Rechtsabteilung. Das heißt, wir haben da mit Organisationen zu tun, die egal... Und des BNDs hervor. Man hat nach Snowden nicht gesagt, ja stimmt, da ist einiges schiefgelaufen und wir sind übrigens ein Teil davon, sondern man hat in Richtung USA gezeigt und geschrien, haltet den Dieb. So nach dem Motto, nach dem 11. September sind die nicht mehr ganz zurechnungsfähig und wussten wir so alles nicht. Man wusste es ganz genau, man wusste um die Möglichkeiten und man wollte Teil dieser Maschinerie werden, man wollte die Erkenntnisse haben und man hat eben auf der rechtlichen Seite 5 Grade sein lassen und gedacht, bevor wir hier eine Rechtskonformität herstellen und uns damit öffentlichen Ärger einhandeln, machen wir es lieber im Verborgenen, heimlich
und eben rechtswidrig. Heute gibt es längst auch öffentlich Widerstand gegen die weltweiten Abhörpraktiken. Denn Deutschland hat aufgrund seiner Vergangenheit einen besonders skeptischen Blick auf die Nachrichtendienste. Es ist das einzige Land, das die Auswüchse der elektronischen Spionage und die Verflechtungen des eigenen Geheimdienstes parlamentarisch untersuchen lässt. Ob sich der BND an Recht und Gesetz hält, interessiert nun auch die Öffentlichkeit immer stärker. Stella Schiffczyk arbeitet ehrenamtlich für die Plattform netzpolitik.org, die regelmäßig aus dem NSA-Ausschuss berichtet. Eigentlich ist es ein Thema, was jeden interessieren sollte, weil es geht uns alle an. Und ich finde es reizvoll, vor allen Dingen gerade die kleinen Rädchen in diesem riesengroßen BND-Skandal zu zeigen und denen Gesicht zu geben, weil die sonst komplett anonym durch die Welt gehen. Stella Schiffczyk zeichnet BND-Mitarbeiter, die vor dem Ausschuss auftreten müssen. So zeichnet die ausgebildete Grafikdesignerin auch am Gesamtbild mit, das der BND abgibt. Also die Typen sind generell schlecht sitzende Anzüge, schüttere Haare. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz. Also je besser die Anzüge sitzen, desto höher. Also Herr Schindler hat die bestsitzenden Anzüge, die ich je gesehen habe. Auch BND-Präsident Schindler muss sich vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verantworten. Video- und Tonaufnahmen sind dort verboten, Mitschreiben und Zeichnen jedoch nicht. Die Internetseite Netzpolitik macht so einen Großteil der Sitzungen mit einem Live-Blog öffentlich. Ein Novum, das gerade bei Jüngeren gut ankommt. Netzpolitik sieht sich als Anwalt und Verteidiger für digitale Freiheitsrechte. International hat natürlich dieses ganze Business der Geheimdienste gelitten. Die sind, denke ich mal, kurz, also auf der Skala von beliebt und unbeliebt, ganz kurz vor den organisierten Kriminellen. Auf diesem Planeten. NSA spielt in derselben Liga. Also wir können nicht davon ausgehen, dass Technologie oder Einschränkung von Technologie deren Problem sind. Am Ende ist die Frage, ob wir diesen Leuten, die da im Verborgenen arbeiten und die halt offenbar niemanden rechenschaftspflichtig sind und die auch keiner wirklichen Regulierung unterlegen, wirklich alle Daten auf diesem Planeten in die Hand drücken wollen. Mittlerweile ist einiges über das Vorgehen der NSA und ihre speziellen Software-Werkzeuge bekannt geworden. Codenamen von Programmen wie X-Keyscore oder Prism verwirren die Öffentlichkeit. Es gibt halt eigentlich nur zwei Kategorien von Dingen, die wirklich wichtig sind. Die zapfen Kabel an, die zapfen Computer an und die werten die Daten daraus aus. Und auf die beiden Dinge muss man sich konzentrieren. Das heißt also, wie funktionieren diese Auswertungsmechanismen, also zum Beispiel diese Selektoren, wie funktionieren deren Methoden zum Eindringen in Computer und Extrahieren von Daten und wo kriegen sie ihre Daten her? Der Bundesnachrichtendienst hat einen zentralen IT-Speicher. Er steht in Pullach. Das modernste und bestgesicherte Gebäude auf dem gesamten Gelände. Erstmals gibt der BND einen Blick frei auf jene Server, in denen Daten aus der Satellitenspionage gesammelt werden. Ebenso wie abgehörte Kommunikation von Internetknotenpunkten, wie etwa in Frankfurt am Main. Dort hat der BND von 2004 bis 2008 Daten abgeschöpft und mit dem Partner NSA geteilt. Codename Operation Iconal. Das war offensichtlich illegal, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Dabei wurde sogar die BND-Kontrollinstanz, die G10-Kommission, getäuscht. Sie klagt nun gegen den BND vor Gericht. Und auch der Betreiber des Internetknotens D6 hat genug von der offenbar anhaltenden BND-Abschöpfpraxis im eigenen Haus. Er zieht vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Wir haben seit Jahren uns dagegen gewehrt und sind der Meinung, dass Überwachung in dieser Form unzulässig ist. Nach den neuen Informationen, die wir jetzt sowohl aus den Snowden-Unterlagen als auch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss bekommen haben, sind wir der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, in Leipzig diese Anordnung überprüfen zu lassen. Ich kann in der jetzigen Diskussion nicht erkennen, dass es Stimmen gibt, die ernsthaft die
die Erfassungsmöglichkeiten des Bundesnachrichtendienstes einschränken möchten. Wir sehen dem Klageverfahren gelassen entgegen und warten das ab. Dabei wird es um Grundsätzliches gehen. Um Deutschlands Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Um Datenschutz und Grundrechte. Für manchen Betrachtware-Werkzeuge bekannt geworden. Codenamen von Programmen wie X-Keyscore oder Prism verwirren die Öffentlichkeit. Es gibt halt eigentlich nur zwei Kategorien von Dingen, die wirklich wichtig sind. Die zapfen Kabel an, die zapfen Computer an und die werten die Daten daraus aus. Und das, auf die beiden Dinge muss man sich konzentrieren. Das heißt also, wie funktionieren diese Auswertungsmechanismen, also zum Beispiel diese Selektoren, wie funktionieren deren Methoden zum Eindringen in Computer und Extrahieren von Daten und wo kriegen sie ihre Daten her? Der Bundesnachrichtendienst hat einen zentralen IT-Speicher. Er steht in Pullach, das modernste und bestgesicherte Gebäude auf dem gesamten Gelände. Erstmals gibt der BND einen Blick frei auf jene Server, in denen Daten aus der Satellitenspionage gesammelt werden. Ebenso wie abgehörte Kommunikation von Internetknotenpunkten, wie etwa in Frankfurt am Main. Dort hat der BND von 2004 bis 2008 Daten abgeschöpft und mit dem Partner NSA geteilt. Codename Operation Iconal. Das war offensichtlich illegal, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Dabei wurde sogar die BND-Kontrollinstanz, die G10-Kommission, getäuscht. Sie klagt nun gegen den BND vor Gericht. Und auch der Betreiber des Internetknotens D6 hat genug von der offenbar anhaltenden BND-Abschöpfpraxis im eigenen Haus. Er zieht vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Wir haben seit Jahren uns dagegen gewehrt und sind der Meinung, dass Überwachung in dieser Form unzulässig ist. Nach den neuen Informationen, die wir jetzt sowohl aus den Snowden-Unterlagen als auch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss bekommen haben, sind wir der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, in Leipzig diese Anordnung überprüfen zu lassen. Ich kann in der jetzigen Diskussion nicht erkennen, dass es Stimmen gibt, die ernsthaft die Erfassungsmöglichkeiten des Bundesnachrichtendienstes einschränken möchten. Wir sehen dem Klageverfahren gelassen entgegen und warten das ab. Dabei wird es um Grundsätzliches gehen. Um Deutschlands Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Um Datenschutz und Grundrechte. Für manchen Betrachter von außen keine Entweder-Oder-Frage. Datenschutzrechtliche und alle grundrechtlichen Fragen, die da eine Rolle spielen, sind wichtig. Aber sie sind nicht die einzigen Fragen, die wichtig sind, denn es geht ja auch um den Schutz staatlicher Interessen und es geht um die Sicherung der Sicherheit der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Und die hat dann dafür gesorgt, dass er abgeschaltet wurde. Heute sucht der Bundesnachrichtendienst natürlich händeringend nach so mutigen Agenten, die sich wie ein Fisch im Wasser im arabischen Raum bewegen können. Anschließend ist er abgetaucht. Er hat versucht, beim anderen europäischen Nachrichtendienst unterzukommen. Aber dort ist er abgelehnt worden mit dem Verweis darauf, dass man ihn als ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienst für nicht hinreichend qualifiziert hält. 2012 wird Gerhard Schindler Präsident des BND. Bald darauf sorgt ein vermeintlich flapsiges Zitat von ihm für Aufsehen. No risk, no fun. Dabei ging es ihm um die Notwendigkeit, die menschliche Spionage des BND zu verbessern. Ich hatte damals geglaubt, dass ich Präsident werde einer Organisation von, ich übertreibe mal ein wenig, von vielen wild gewordenen Agenten. Und meine Aufgabe ist es, diese Leute zu bremsen. Und habe festgestellt, dass eigentlich das Gegenteil der Fall war. Das heißt, wir waren auf dem Weg zur Verwaltungsbehörde und nicht auf dem Weg zu einem effizienten Auslandsnachrichtendienst. Und es bleibt Ziel, dass wir weiterhin unsere operativen Fähigkeiten stärken. Und wer operativ arbeitet, geht auch immer Risiken ein.
Wie ist es um diese Stärkung der operativen Fähigkeiten bestellt? Korrespondent Christoph Reuter ist beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel zuständig für den Nahen Osten. Er gilt als führender Beobachter dieser großen Krisenregion, war vielfach im syrischen Bürgerkrieg vor Ort. Doch vom BND keine Spur. Wenn wir mit zum Beispiel übergelaufenen Offizieren des Regimes reden, dann kennt man sich halbwegs und man fragt ja, okay, wir sind jetzt da, aber wer war denn vorher da? Naja, also die Amerikaner wollten mit mir reden und der saudische Geheimdienst wollte reden, die Jordanier wollten reden, die Türken manchmal. Nie viel, also der deutsche Geheimdienst wollte mit mir reden. Es wirkte so, als ob es eine entweder bizarre oder verordnete Ignoranz des Geschehens gegeben hätte. Man will gar nicht so viel wissen über das, was da passiert. Nein, also vom Wirken des BND haben wir nichts erlebt. Ganz anders in Erbil. In der nach Unabhängigkeit strebenden Autonomieregion der irakischen Kurden präsentiert sich die deutsche Regierung als verlässlicher Partner in einer extrem schwierigen Gegend, in der sie langfristig aktiv sein will. Auch der Bundesnachrichtendienst residiert. Der teuerste Behördenneubau der bundesdeutschen Geschichte. Baustelle seit 2006 mit einigen Skandalen. Künftiger Sitz von über 4000 BND-Mitarbeitern. Größer kann der Kontrast zur bisherigen Zentrale in Pullach nicht sein. Man versteckt sich nicht mehr, wenn es um deutsche Außenpolitik geht. Man zeigt den eigenen Status. In Berlin sind in verschiedenen Außenstellen bereits 2000 BND-Leute aktiv. Nah an der Politik wollen sie sein, schneller und intensiver Berichte und Analysen liefern. Einer der offiziellen Hauptgründe für den teuren Umzug. Wir geben im Monat etwa 300 Standardberichte proaktiv heraus, die wir anbieten. Und wir beantworten pro Monat etwa 900 ganz konkrete Anfragen. Also in dem Verhältnis kann man ermessen, dass die Anforderungen an uns größer sind als unsere Standardberichte. Doch was bringen die BND-Informationen bei komplexen politischen Entscheidungen? Wie gut ist das Frühwarnsystem des Auslandsnachrichtendienstes? Und wird auf ihn gehört? Beispiel Flüchtlingskrise. Die Flüchtlingsbewegungen, die wir gerade sehen, sind ja das Resultat der verfehlten Außenpolitik der westlichen Staaten in diesen Ländern. Insofern ist der BND ganz unmittelbar da beteiligt, weil das in uns ganz klar sein Aufklärungsziel ist. Und auch die Menge und die Ziele, also die Dimensionen der Bewegung und wohin die Menschen wollen, ist natürlich was, was ein Auslandsnachrichtendienst eigentlich wissen und kennen sollte. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sie es wussten. Wenn nicht, haben sie ihren Job so gar nicht gemacht. Wenn es keine zentrale Planung, keine zentrale Struktur gibt, ist die Frage, wie wollen sie das aufklären? Welche Quelle will ihnen erzählen, was sich hier tut? Bei Gruppenphänomenen, die nicht gesteuert sind und die in die Zukunft gerichtet sind, ist es schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Wenn der BND die Zukunft vorhersagen könnte, dann würde ich persönlich an der Börse investieren und würde viel Geld verdienen. Also von daher gesehen muss man sich auch selbst bescheiden, was ist mit dem nachrichtendienstlichen Instrumentarium zu leisten und was kann geleistet werden. Der Bundesnachrichtendienst hat wohl auch beim Sturz Gaddafis davor gewarnt, dass das Land dermaßen instabil wird, dass dieser Riegel, den Libyen früher bedeutet hat für die Flüchtlingsströme aus Afrika, beseitigt wird, wenn das Land im Chaos versinkt. Syrien hat man in dieser Weise nicht vorhergesehen, vor allem nicht die Dauer des Bürgerkrieges, weil alle grundrechtlichen Fragen, die da eine Rolle spielen, sind wichtig, aber sie sind nicht die einzigen Fragen, die wichtig sind, denn es geht ja auch um den Schutz staatlicher Interessen und es geht um die Sicherung der Sicherheit der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Der Terror in Europa hat die Sicherheitslage und die Diskussion darüber deutlich verschärft. Paris, Ankara, Istanbul, Brüssel. Die bisherige Zusammenarbeit der Geheimdienste konnte diese Anschläge nicht verhindern. Man hat es nicht geschafft, die Täter zu stoppen.
obwohl die Geheimdienste schon vorher Informationen über sie hatten. Das ist in der Tat so, dass viele dieser Attentäter den Sicherheitsbehörden bekannt waren. Und das ist das Fatale an der Geschichte, dass man bekannte Gefährder hat, aber nicht genügend Beweise, um sie dingfest machen zu können. Solche Ziele wirkungsvoll zu verteidigen, solche weichen Ziele, das ist fast nicht möglich mit einer 100% Sicherheit. Und das ist auch etwas, was in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorgesehen ist, 100% Sicherheit herzustellen. 100%ige Sicherheit bekommen Sie in anderen Systemen, die weniger freiheitlich und weniger demokratisch sind. Die Frage, und das ist eine politische Frage, ist die Austarierung zwischen Risiko und Freiheit. In den USA hat man diese Frage weitgehend zugunsten eines gewaltigen Überwachungsapparates der NSA entschieden. Trotz zuletzt einiger Reformen gilt sie weiterhin als Datenkrake Nummer 1. Bei der Vereitelung von Terroranschlägen hat das kaum geholfen. Nehmen wir die Bombenleger vom Boston-Marathon. Die Russen haben die Vereinigten Staaten vor ihnen gewarnt. Dabei hätten sie auf einer Beobachtungsliste stehen sollen. Da die NSA aber so viele nutzlose Daten sammelte, hatten sie diese Leute nicht im Blick. Genauso war es bei den Anschlägen in Paris. Einige dieser Leute standen auf Beobachtungslisten und dennoch reisten sie in Europa, in Frankreich und Belgien ein und aus und dann war es zu spät. Ihre Verbindung zu dem Terrorakt wurde nie aufgedeckt, bis es passiert war. Peter Bergen, Autor von preisgekrönten Büchern über den internationalen Terrorismus, hat in den USA eine unabhängige Studie aus dem Jahr 2014 geleitet, die den Erfolg von anlassloser elektronischer Massenüberwachung bei der Terrorismusbekämpfung untersucht hat. Wir haben den Dienst sehr stark umgestellt. Wir haben die Beschaffung und die Auswertung enger zusammengebracht. Das war eine epochale Herausforderung für uns. Vor allem bei der elektronischen Spionage wird die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Nachrichtendiensten noch einmal intensiviert. NSA und Co. wollen an die Hintermänner der Anschläge und sie brauchen schnelle Ergebnisse. Jedes Mittel scheint nun recht. Leiter der damals neu geschaffenen Abteilung Terrorismusbekämpfung beim BND wird Werner B. Der Druck war immens. Die Erwartungshaltung der Amerikaner, von nun an sie über jedes winzige Detail eins zu eins auch zeitnah sofort zu unterrichten, war in jeder Verhandlung spürbar. Auf der anderen Seite hatte man immer das Gefühl, ein bisschen als Juniorpartner betrachtet zu werden. Also sie nahmen sich das Recht heraus, vorzuselektieren, was Deutschland wissen muss, und erwartet aber von uns, dass die Informationen hundertprozentig und vollumfänglich ihnen zur Verfügung gestellt werden. Auch aus diesem Verständnis heraus, dass Deutschland ja Miturheber der Anschläge gewesen ist, weil wir es nicht geschafft haben, die Zelle rechtzeitig dingfest zu machen. Germany was also in part punished. Again, this is an uncomfortable truth because I was. Auch Deutschland wurde bestraft. Das ist eine weitere unbequeme Wahrheit. Als Mitarbeiter der NSA wusste ich, dass Deutschland bei der Überwachung zur Zielscheibe Nummer 1 wurde, weil eine der maßgeblichen Terrorzellen, die die Anschläge vom 11. September geplant hatten, in Hamburg saß. Und auch, weil ein so großer Teil des elektronischen Datenaustauschnetzwerks durch Deutschland verlief. Dabei war der BND schon immer ein begehrter Abhörpartner der NSA. Eine intensive Zusammenarbeit, die bis tief in die Zeit des Kalten Krieges reicht. Der BND galt immer als Little Brother und wir waren der Big Brother. Der BND galt nicht als gleichberechtigt. Er stand immer in der Schuld der NSA. Die USA hatten gewaltigen Einfluss. Und wer will schon die Amerikaner verärgern?
Das Bemühen, mit der NSA zu kooperieren, ging immer vom Bundesnachrichtendienst aus. Und er hat sich natürlich davon versprochen, dass die Kooperation mit den Amerikanern ihm den Zugang zu dieser Technik liefert, war sich aber immer darüber im Klaren, dass die Cowboys bei der NSA dafür ausgesprochen viel Payback haben wollen. Die heutige Zusammenarbeit. Chef, am Begleitfahrzeug. Wir fahren jetzt zum letzten Frontpunkt, also direkt an die Front. Bitte umsichtig vorgehen. Der BND ist im Nordirak regelmäßig an der Front zu Besuch. In dieser Stellung an vorderster Linie präsentieren die Peschmerga ihren ganzen Stolz. Eine deutsche Milan-Abschussvorrichtung. Von hier können gepanzerte Fahrzeuge der IS-Angreifer mit Lenkraketen gestoppt werden. Der BND-Resident ist vor Ort nicht nur Beobachter, sondern fühlt sich auch berufen, die Verteidiger zu motivieren. Ihr kämpft nicht nur für Kurdistan. Ihr kämpft für die gesamte freie Welt. Und dafür möchte ich euch danken. An diesem Tag bleibt der Gegner unsichtbar. Zeit, um die sonstigen Waffen in dieser Stellung vorzuführen. Dieses alte, schwere Maschinengewehr könne ein gepanzertes Feindfahrzeug nicht aufhalten, sagen sie. Die deutsche Milan dagegen sei eine echte Hilfe. Das erfährt der BND-Mann auch beim Besuch im Hauptquartier dieses Frontabschnitts, kommandiert von einem General aus dem regierenden Barzani-Clan. Die Milan ist das Beste, was wir bekommen haben im Krieg gegen diese Terroristen, dank der deutschen Regierung. In meinem Sektor haben wir 15 Panzerfahrzeuge durch die Milan zerstören können. Trotzdem fürchten die Kurden hier auch andere Bedrohungen, etwa Giftgas in den Händen des IS. Senfgas wurde erstmals im August 2015 eingesetzt in meinem Sektor. Und bis heute haben wir hier an der Frontlinie, die 120 Kilometer lang ist, nur 30 Gasmasken zur Verfügung. Keine Schutzanzüge, nur die Masken. Aber die Peschmerga sind tapfer, sie sind immer noch da und warten auf den Feind, trotz der Bedrohung durch dieses Gas. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Das ist ein Thema, zu dem ich jetzt nicht Stellung nehmen möchte. Doch die Gefahr durch Giftgas wird vom BND intensiv überwacht. Deutsches Sicherheitsinteresse. Seine Bedeutung schien stark gesunken. Der 11. September 2001 gibt ihm eine neue Chance. Zwei Agenten, die damals mit Terrorbekämpfung ein neues Arbeitsfeld erhalten, erinnern sich. Das hat die Arbeit gravierend verändert, in dem Sinne, dass asymmetrische Bedrohungen plötzlich ganz an erster Stelle standen. Wir haben es jetzt mit einem Gegner zu tun, der in Netzwerken aufgebaut ist, der keine Adresse hat, an die man sich wenden kann. Wir haben den Dienst sehr stark umgestellt. Wir haben die Beschaffung und die Auswertung enger zusammengebracht. Es war eine epochale Herausforderung für uns. Vor allem bei der elektronischen Spionage wird die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Nachrichtendiensten noch einmal intensiviert. NSA und Co. wollen an die Hintermänner der Anschläge. Und sie brauchen schnelle Ergebnisse. Jedes Mittel scheint nun recht. Leiter der damals neu geschaffenen Abteilung Terrorismusbekämpfung beim BND wird Werner B. Der Druck war immens. Die Erwartungshaltung der Amerikaner, von nun an sie über jedes winzige Detail
eins zu eins, auch zeitnah, sofort zu unterrichten, weil in jeder Verhandlung spürbar. Auf der anderen Seite hatte man immer das Gefühl, ein bisschen als Juniorpartner betrachtet zu werden. Also sie nahmen sich das Recht heraus, vorzuselektieren, was Deutschland wissen muss, und erwarteten aber von uns, dass die Informationen hundertprozentig und vollumfänglich ihnen zur Verfügung gestellt werden. Auch aus diesem Verständnis heraus, dass Deutschland ja Miturheber der Anschläge gewesen ist, weil wir es nicht geschafft haben, die Zelle rechtzeitig dingfest zu machen. Germany was also in part punished. Again, this is an uncomfortable truth because I was. Auch Deutschland wurde bestraft. Das ist eine weitere unbequeme Wahrheit. Als Mitarbeiter der NSA wusste ich, dass Deutschland bei der Überwachung zur Zielscheibe Nummer 1 wurde, weil eine der maßgeblichen Terrorzellen, die die Anschläge vom 11. September geplant hatten, in Hamburg saß. Und auch, weil ein so großer Teil des elektronischen Datenaustauschnetzwerks durch Deutschland verlief. Dabei war der BND schon immer ein begehrter Abhörpartner der NSA. Eine intensive Zusammenarbeit, die bis tief in die Zeit des Kalten Krieges reicht. Der BND galt immer als Little Brother. Eine Kanzlerin, die mit dem BND-Chef ohnehin über Kreuz lag, weil er ihre Flüchtlingspolitik überhaupt nicht gutiert hat. Die Ablösung Schindlers bleibt eine umstrittene Entscheidung der Regierung. Denn was geschieht nun mit der geplanten Reform des Auslandsnachrichtendienstes? Nach über 2 Jahren Arbeit im NSA-Ausschuss, nach erwiesenen Lügen und illegalen Kooperationen, müsste die Regierung klare Konsequenzen ziehen, sich um Transparenz und Wahrhaftigkeit bemühen. Und das müsste in das BND-Gesetz einfließen. Wenn diese Reform ausgebremst würde, wäre das, glaube ich, eine Katastrophe auch für den Bundesnachrichtendienst und für das Image des Bundesnachrichtendienstes, das aufgrund von politischem Versagen die letzten Monate sowieso schon sehr gelitten hat. Doch immer mehr Terroranschläge und die dadurch verschärfte Sicherheitslage haben die Front der Befürworter einer weitergehenden Reform entscheidend bröckeln lassen. Dies ist der Nachfolger Bruno Kahl, derzeit Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Die Ernennung des neuen BND-Präsidenten ist ein deutliches Signal. Die avisierte Reform des Geheimdienstes wird wohl kaum zu entscheidenden Änderungen führen. Weder bei mehr parlamentarischer Kontrolle noch bei größerer Einschränkung der Spionagepraxis. Der Bundesnachrichtendienst wird 2017 so aufgestellt sein wie in der Zeit vor Schindler. Das heißt, es gibt weniger Transparenz, es gibt mehr technische Aufklärung, es gibt die Gefahr, dass diese technische Aufklärung Hauptertrag des Bundesnachrichtendienstes auch beim Austausch mit den Partnerdiensten gestärkt aus diesem ganzen Skandal hervorgeht. Darauf setzen alle konservativen Politiker. Die Opposition, lange angetrieben durch die Empörung über den NSA-Skandal, wird es schwer haben, ihre hohen Vorstellungen von politisch korrekter Spionage durchzusetzen. Ich habe ehrlich gesagt auch den Anspruch, dass man dann über Deutschland hinaus, für Europa, aber auch in der transatlantischen Beziehung sagt, wir haben rechtsstaatliche Kriterien und unterscheiden uns eben von Ländern wie Nordkorea, Russland und China. Bei uns wird nicht alles gemacht, was technisch geht. Dass auch andere Länder nachziehen und ihre nachrichtendienstliche, strategische Fernmeldeaufklärung ebenfalls dem Datenschutzgesetz unterstellen, das ist eine fromme Illusion. Die Deutschen haben da überhaupt keine Vorbildwirkung. Alle anderen, glaube ich, amüsieren sich darüber eher. Wohl auch in Washington. Dort haben die Geheimdienste und ihr Verständnis von Sicherheit weiterhin unangefochtene Priorität. Thomas Drake, als Whistleblower bei der NSA rausgeflogen, arbeitet heute als Verkäufer in einem Apple Store. We don't have to. Und für das Image des Bundesnachrichtendienstes, das aufgrund von politischem Versagen die letzten Monate sowieso schon sehr gelitten hat. Doch immer mehr Terroranschläge und die dadurch verschärfte Sicherheitslage haben die Front der Befürworter einer weitergehenden Reform entscheidend bröckeln lassen. Dies ist der Nachfolger Bruno Kahl, derzeit Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Die Ernennung des neuen BND-Präsidenten ist ein deutliches Signal. Die avisierte Reform des Geheimdienstes wird wohl kaum zu entscheidenden Änderungen führen.
weder bei mehr parlamentarischer Kontrolle noch bei größerer Einschränkung der Spionagepraxis. Der Bundesnachrichtendienst wird 2017 so aufgestellt sein wie in der Zeit vor Schindler. Das heißt, es gibt weniger Transparenz, es gibt mehr technische Aufklärung, es gibt die Gefahr, dass diese technische Aufklärung Hauptertrag des Bundesnachrichtendienstes auch beim Austausch mit den Partnerdiensten gestärkt aus diesem ganzen Skandal hervorgeht. Darauf setzen alle konservativen Politiker. Die Opposition, lange angetrieben durch die Empörung über den NSA-Skandal, wird es schwer haben, ihre hohen Vorstellungen von politisch korrekter Spionage durchzusetzen. Ich habe ehrlich gesagt auch den Anspruch, dass man dann über Deutschland hinaus, für Europa, aber auch in der transatlantischen Beziehung sagt, wir haben rechtsstaatliche Kriterien und unterscheiden uns eben von Ländern wie Nordkorea, Russland und China. Bei uns wird nicht alles gemacht, was technisch geht. Dass auch andere Länder nachziehen und ihre nachrichtendienstliche, strategische Fernmeldeaufklärung ebenfalls dem Datenschutzgesetz unterstellen, das ist eine fromme Illusion. Die Deutschen haben da überhaupt keine Vorbildwirkung. Alle anderen, glaube ich, amüsieren sich darüber eher. Wohl auch in Washington. Dort haben die Geheimdienste und ihr Verständnis von Sicherheit weiterhin unangefochtene Priorität. Thomas Drake, als Whistleblower bei der NSA rausgeflogen, arbeitet heute als Verkäufer in einem Apple Store. Wir müssen keinen Kompromiss eingehen oder gar unveräußerliche Menschenrechte um der Sicherheit willen abschaffen. Ich denke, wir ernten nun den Sturm unserer über viele Jahre ausgebrachten Saat. Das hat einen starken Bumerang-Effekt. Wenn wir wollen, können wir weiterhin immer mehr Kontrolle ausüben, aber das wird überhaupt nichts nützen. Die neue BND-Zentrale in Berlin. 2003 wurde ihr Bau beschlossen, auch als eine Folge des 11. September. Ab 2018 soll sie voll funktionsfähig sein. Jetzt schon da, das Ding. Kunst am Bau. Der Whistleblower Snowden wird zu einer fast epochalen Figur. In erster Linie bewundere ich schon in gewisser Weise seinen Mut, weil er wusste, worauf er sich einlässt und mit wem er sich anlegt. Ein außerordentlich mutiger Mann. Er hat erkannt, wie sehr das Überwachungssystem, das Sicherheitssystem, ausgewuchert ist. Also er ist mit Sicherheit einer der wichtigsten und hervorragendsten Aufklärer unserer Zeit. Edward Snowden ist ein Whistleblower, der durch all das, was er veröffentlicht hat, die Welt verändert hat. Ich glaube, das kann man so sagen, auch die Welt der Nachrichtendienste. Ich rede jetzt als Privatmann und nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes. Und vor diesem Hintergrund hat es mich gefreut, dass endlich jemand den Mut gehabt hat, gegen seinen eigenen Arbeitgeber auszupacken. Eine Konsequenz aus Snowdens Enthüllungen ist in Deutschland der NSA-Untersuchungsausschuss. Seit über 2 Jahren versucht er, Licht in die Schattenwelt des BND zu bringen. Dabei wollte die Bundesregierung anfangs alles so schnell wie möglich von der Tagesordnung bekommen. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Heute hat man ein besseres Bild. Die Abgründe der elektronischen Überwachung weltweit sind deutlich klarer geworden. Man weiß mehr über die Zusammenarbeit von NSA und Bundesnachrichtendienst und ahnt, dass die Möglichkeiten der Spionage durch den amerikanischen Abhörgiganten jeden jederzeit treffen können. Frank Rieger vom Chaos Computer Club wurde bereits 2014 als unabhängiger Experte von den Abgeordneten im NSA-Untersuchungsausschuss angehört. Derzeit ist die digitale Souveränität Deutschlands einfach eine Illusion. Wir müssen uns da nicht in die Tasche lügen. Wir können da eigentlich nur sagen, wir stehen da vor einem großen Scherbenhaufen.
Wir haben es auf der anderen Seite zu tun mit Geheimdiensten, die sich eigentlich benehmen ähnlich wie eine Mafia mit einer Rechtsabteilung. Das heißt, wir haben da mit Organisationen zu tun, die, egal was die technischen oder rechtlichen Hürden sind, sie versuchen, Wege drumherum zu finden. Und momentan ist das Hauptproblem, dass für die allermeisten Menschen hat das jetzt nicht viel mehr persönlichen Bezug als jetzt ein James-Bond-Film. Ja, also es ist halt irgendwie eine